مرة فتحت البث إعادة تفعيل مرة أخرى. سلام. طيب نحاول مرة أخرى. قال لي أنا أطلب منك، طيب أو اطلب مني أنا، لما لا؟ اطلب، ارسل لي أنا طلب. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ماشي شيخي، كيف حالك؟ ارسل لي مرة أخرى أنت طلب صداقة. أنا أرسلت. طيب ماشي ممتاز ممتاز أرسلت. ممتاز. أنا الآن قبلت. غريب. ورأيت الشخص الآخر ولكن نعم، هذا أستاذ محمد مطر. عجيب، سنحاول مرة أخرى. بسم الله. عجيب، ممكن الجهاز عندك ليس حديثا. غريب، لا يقبل. هذا العجيب في الموضوع، أنه لا يقبل الحساب. Nicht, dass das Instagram älter ist, aktualisiert werden muss. Ich hatte ja auch das Problem, damit mehr als zwei Leute teilnehmen können. عجيب. هم لا يقبلون بالنيابة عني، أما أنا فأقبل. نعم. إذا أنتم تسمعون؟ نعم نحن نسمعك جيدا، ولكن تسمعون الصوت؟ بهسني شيخنا. نعم شايف، نسمعك شيخنا لكن لا نراك، هذه المشكلة. هذا عجيب عجيب. أنت تسمع الأستاذ محمد مطر؟ هل تسمعه؟ Soll ich mal rausgehen? Willst du mal versuchen, ihn zuerst anzurufen? Wir haben es schon versucht. إذا ما المشكل؟ لا أعلم، سأحاول مرة أخرى. بسم الله. طيب. نحاول محاولة أخرى. بسم الله. سأرسلك مرة أخرى طلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أعلم، ممكن الجهاز. لكن هو بالمناسبة الصوت يصلكم متأخرا. نعم الصوت يصل متأخرا، صحيح. المشكلة أني لا أعلم من أين المشكلة بالضبط. ممكن فعلا الجهاز قديم. حاول أن تخرج. على التليفون، يعني تليفون جيدة. طيب ممكن من الأفضل أن تخرج من الإنستغرام تماما، تغلقه وتأتي من جديد. تغلق تخرج وتدخل مرة أخرى تفعيل يعني، وتدخل عن طريق نفس الرابط الذي أرسلته لك. Ihr habt Instagram gerade jetzt erst bekommen. Also liebe Geschwister, ihr habt nichts verpasst. Keine Sorge, inshallah, wir versuchen den Sheikh reinzubekommen und dann geht's los. Wir erleben ein Highlight. Wenn das klappt, macht doch inshallah. Eigentlich müssten die 120 Leute gleichzeitig da machen. Wenn ein Wali dabei ist, ein Saleh, dann sollte es. Geschwister, macht alle Dua, inshallah. Macht alle Dua, dass der Sheikh reinkommt. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, Allah. طيب بسم الله. Anfrage verschickt. أنا متعيد. الحمد لله شيخنا. نعم. ممكن عندك في الأسفل علامة تغير الكاميرا حتى نراك. نعم. هناك علامة السهم من الأعلى خالص من الأسفل، هل تراها؟ نعم. شيخنا ما شاء الله، نراك الآن.
ما شاء الله، انت معنا في البث. ما شاء الله، مرحبا. ما شاء الله، اللهم بارك. كيف حالكم؟ اهلا بكم. بارك الله فيكم. شرفتنا. مرحبا. اهلا اهلا. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا بكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. لا طالبكم فقط. أحمد طالب مطر. محمد مطر طالبكم شيخنا. محمد مطر يعني شاعر اسمه أحمد مطر. تعلموا نفس الأسرة. لا ليست نفس الأسرة. لا ما شاء الله. قبل عائلي. ما شاء الله شيخنا. أن تصبر علينا قليلا في الترجمة. طبعا لماذا لا أصبر عليكم؟ ما شاء الله طيب اخي مش تسوى اي لايت ولا زول ايش اي لايت بيدو ماكس ان شاء الله بيدو ماكس ان شاء الله باذن الله. Also für die Leute, die gerade reingekommen sind, die nicht genau wissen, was gerade vor sich geht. Es ist eine tolle Idee, die aber sehr schön ist. Der Bruder Muhammad Matar macht ja diese schöne Serie und über die Rechtsschulen. Und heute wollten wir über die Maliki-Rechtsschule sprechen. Und ich habe mir gedacht, gut, klar können wir das inshallah irgendwie stemmen. Irgendwie kriegen wir das inshallah schon hin. Aber es wäre doch noch schöner, wenn wir einen Sheikh aus dem Madhab selber haben. Wieso nicht? Na. Und das ist Sheikh Abu Muhammad. Die Leute aus der Nur-Community kennen ihn. Er ist deren Koran-Lehrer, der sie seit circa ein halbes Jahr unterrichtet. Alhamdulillah. Und gleichzeitig auch der Sohn des großen Gelehrten im Madhab der Malikiyya, der auch tatsächlich eine Kette bis zum Imam hat und der auch viele Bücher des Madhab Sheikh al-Qadim, Hafidhahullah, der bis heute lebt, Sheikh von Mahdarat al-Taysir, der Universität. Stefana? Naam? Auf, bin عندك. Ismauch. Hat es mal jeder? Nein. Er ist aus Mauretanien zugeschaltet. Ich hoffe, dass die Verbindung gut ist und dass er uns so lange auch hören kann. Ja, es wird heute so ablaufen, indem wir dem Sheikh Fragen stellen auf Arabisch und diese dann übersetzen. Sheikh, oder? Nein. Wo geht die Kamera? Die Kamera, wo geht man Narak? Dann dreht die Kamera mal auch. عفوا. ايوه نعم. Der Chef streamt aus Mauretanien. Wir warten ein bisschen, bis der Saal fertig ist und dann fangen wir sofort an. شيخ هادر ابو هادر تسمعني؟ نعم نسمعك، ننتظر فقط انتهاء الاذان وبعدها نبدا. طيب دقيقة واحدة. هو الاذان فيه. ننتظر قليل. دقيقة. طيب نواصل ان شاء الله. نعم باذن الله نبدا الان. ان شاء الله nochmal. Ich versuche die Einleitung nochmal zu machen. Wir haben heute zu Gast in der Sendung von unserem Bruder Muhammad Matar über die vier Rechtsschulen und die zweite Rechtsschule der Malikiyya-Rechtsschule habe ich überlegt, wenn wir doch dabei sind, über diese Schule zu sprechen und wir die Möglichkeit haben, jemanden einzuladen, der direkt aus dieser Schule reden kann, der aus sprechen kann, dann sollten wir ihm natürlich Vorrang geben und versuchen, das zu ermöglichen. Und Alhamdulillah ist uns diese Möglichkeit jetzt gegeben worden. Das ist Sheikh Abu Muhammad, bekannt als der Koran-Lehrer unserer Nur-Community im Server bei uns, der die Schüler seit ungefähr 6 Monaten unterrichtet, die fast einen ganzen
kurz davor sind, einen Juz auswendig zu lernen, Alhamdulillah. Maschallah. Mit diesem Sheikh, mit einer Kette zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit einer Ijaza. Und Sheikh Abu Muhammad ist auch der zweite Sohn von dem Allama, des großen Gelehrten im Maliki Madhab, Sheikh Muhammad al-Hassan bin Ahmed al-Khadim, Hafizahullah, der bis heute lebt, Sheikh von Mahdarat al-Taysir, die größte Mahdara Mauretaniens und eines der ältesten Lehrinstitute in diesem Madhab und generell ist Islam, Islamwissenschaften weltweit und generell die größte Mauretanien und auch die älteste. Das ist für uns eine Ehre, einen Imam und einen Gelehrten in diesem Madhab zu haben. Und ich fand es sehr angebracht, ihn heute einzuladen. Es wird heute so ablaufen, der Bruder und ich werden dem Sheikh Fragen stellen und hoffen, dass er uns inshallah diese Antworten gibt. Und wir versuchen das inshallah so gut es geht zu übersetzen. Der Sheikh möchte im ersten Teil über den Madhab im Ganzen sprechen und explizit über der Madhab heutzutage. Was macht der Madhab heutzutage? Ich übergebe das Wort an den Bruder. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sheikh al-Fadl, في الحلقات السابقة تكلمنا عن الفقه وما هو الفقه وعرفنا المذاهب الفقهية يعني عموما وبدأنا بالمذهب الحنفي الحمد لله بالأمس كان معنا الشيخ من المذهب الحنفي واليوم معكم شيخنا الفاضل فالسؤال الأول عادتنا من هو إمام المذهب إمام مالك من هو الإمام مالك فقط نترجم die Frage wer ist überhaupt der Imam dieser Rechtsschule. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول النحاة وإن النكرة لا تصف المعرفة بالتالي ليس يتكلم عن الإمام مالك يعني تتكاثر ضباه على خداش فما يدري ما يصيب لكن سنتكلم عنه من خلال شهادتين لعالمين من أعلام عصره هما الإمام أحمد حيث يقول إذا رأيت الرجل يبغض مالك إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه زنديق وكذلك مقولة الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم أعتقد أن ما بعد العدلين من مزيد وهما خبراه وتلمذا عليه وبالتالي عندهما من خبره ما ليس عند غيره والإمام مالك يقول أنه لم يجلس للفتوى ولا تصدر للتدريس إلا بعد شهادة 70 من التابعين أنه على هدى من ربه وأن ما عنده من العلم صحيح وكذلك نجد سفيان بن عيينة يقول عنه أن الحديث المعروف الذي رواه أصحاب السنن الذي معناه أن يشك أن تضرب الناس وأكباد الإبل شرقا وغربا فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة أن المراد بها مالك بن أنس وبالتالي يعني ترجمته لا أعتقد أن لقاء على وسائل التواصل ستفي ب ب ب ب, ب أعرف ما أقول ذرة من ذراتها لكن من خلال هذا نعرف من هو مالك يعني 70 من التابعين يشهدون أن مالكا لم يتصدر إلا بأمر منهم أنه كل معلوماته صحيحة وأن مكانته العلمية وتقواه وزهده وأدبه ونعم أقول أدبه لأن أم مالك لما قالت له يذهب قالت فخذ من أدبه قبل علمه فنحن اليوم حرمنا بسبب تركنا للأدب والجفاء والغلظة في الطباع يعني ضاعت منا البركة التي هي ثمرة العلم وإلى آخره نعم هو كان من أهل الأدب بالمفهوم العام والخاص جميل مورا محمد ما تشيس بزيتسن وزوليش بزيتسن
Wir können es aufteilen. Ich fange an und dann, wenn ich was vergesse, vielleicht dann. Barakalafikum. Du sagst mir nachher, Sheikh, Ahsanu alaikum. Der liebe Sheikh Abu Muhammad meinte, dass also es gibt einen Witz in der arabischen Sprache oder beziehungsweise in der arabischen Grammatik, in Nahu, dass quasi sinngemäß, dass das, also jemanden wie ihm, also dass man das Bekannte braucht man nicht bekannt machen. Also eigentlich, wenn Imam Malik genannt wird, dann ist das jemand, den man nicht bekannt machen braucht. Doch der Sheikh hat damit begonnen, dass er zwei Aussagen von den größten Gelehrten genannt hat, die auch den mehr oder weniger Zeit Imam Maliks auch gelebt haben oder kurz danach, um einzuleiten. Die erste Aussage war die Aussage vom bekannten Imam Ahmad. Und über die Hanbalitische Schule werden wir inshallah am Freitag ausführlich sprechen. Doch der bekannte Imam Ahmad rahimahullah sagte, wenn du jemanden siehst, der Imam Malik verabscheut, dann wisse, dass er ein Frevler und Erneuerer in der Religion ist. Also wenn du siehst, jemand verabscheut Imam Malik, dann ist das ein Beweis gegen diese Person. Und dann hat er weiter auch die Aussage von Imam Shafi'i rahimahullah angeführt, wo Imam Shafi'i sagt, wenn die Gelehrten erwähnt werden, dann ist Imam Malik der Stern, sozusagen. Also der Gelehrte der Gelehrten. Er ist der Stern, Fa'un Najm. Und dann auch ein sehr wichtiger, ich sag mal, Fakt in Bezug auf Imam Malik. Also wenn ich mich recht erinnere, Imam Malik hat, als er ca. 21 Jahre alt war, zum ersten Mal Rechtsurteile gegeben. Doch sehr wichtig dazu, was man schon sagen muss, und das hat der Sheikh erwähnt, mit Allah Ta'ala ihn uns bewahren und ihn schützen, Amin, dass Imam Malik dies nicht getan hat, bevor 70, das müssen wir uns mal vergegenwärtigen, 70 Gelehrte von der nachfolgenden Generation der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezeugt haben, dass er der richtige Mann dafür sei. 70, das müssen wir uns mal, nicht irgendwelche Gelehrte, auch, also wenn das heute schon 70 Gelehrte tun würden in unserer Zeit, dann wäre das schon wow. Ja. Aber das sind nicht irgendwelche Gelehrte gewesen, das sind Gelehrte der Nachfolgegeneration des Propheten, der Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh hat natürlich auch die bekannte Überlieferung, die bekannte Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, angeführt, wo Sinngemäßheit heißt, die Menschen werden bald, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wir können ja den Sheikh gleich nochmal nach der Authentizität dieser Aussage fragen, weil viele natürlich das in Frage stellen. Doch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Menschen werden bald auf der Suche nach Wissen die Rücken der Kamele besteigen. Sie werden aber keinen Gelehrten finden, der wissender wäre als der Gelehrte von Al-Medina. Und also zeitgenössische Gelehrte, wie Sufyan ibn Uyayna zum Beispiel, oder auch spätere Gelehrte, bekannte Historiker wie Imam al-Zahabi, sind sich nahezu hundertprozentig sicher, dass das Imam Malik, rahimahullah und radiallahu an, war. Und dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn indirekt hier in dieser Aussage erwähnt hat und angedeutet hat, dass es einen solchen Gelehrten geben wird. Ich weiß nicht, aber Hajar, habe ich irgendwas vergessen? Wenn nicht, dann vielleicht kannst du noch mal hinzufügen, inshallah. Das ist dabei gewesen, mashallah. Baqiya mulahada basita, hiya anna a'la alqab al-muhaddithin hiya amir al-mu'minin. Wa anna malik amir al-mu'minin. Falladhina rubama yaquluna dhannuna anna malik laysa min al-hadith فعليهم أن يطرقوا كراه. نقول لهم اطرق كراه. هذا أمير المؤمنين في الحديث، بمعنى أعلى رتبة في الحديث، ولم يحصل عليها إلا قلة. مثلا أمير المؤمنين مالك سفيان بن عيينة كان أمير المؤمنين في الحديث، وبالتالي هو مذهبه كان مذهبا حديثيا. فالذين الآن نجدهم يتكلمون يدعون الى لا مذهبيه والى الحديث، يعني هم يضربون في فراغ. فهذا امير المؤمنين في الحديث. من الملاحظات ايضا يقال ان المذهب المالكي، مذهب الامام مالك، انه لم يعتزل مالكي قط، لم يكن من المعتزله احد ينتمي الى المذهب المالكي عبر تاريخه.
وحتى الذين أنا أقول أن الذين الآن يدعون إلى اللامذهبية نقول أنهم ليسوا من المالكيون إلا قلة. توفيق شو تفضل أبو حجر إن شاء الله مكتوب بعيد. Im Hadith Wissen schaffen gibt es mehrere Stufen für die Gelehrten des Hadith. Und es lohnt sich wirklich, irgendwann mal eine eigene Folge über die Hadith-Wissenschaften machen. Auf jeden Fall den höchsten Titel, den man in den Hadith-Wissenschaften bekommt, ist Amir al-Mu'minin. Und das ist schon bei 1 Million Hadith. Und für der Sheikh deutet das an, dass Imam Malik im Hadith den Titel Amir al-Mu'minin hat. Dementsprechend baut sich sein ganzer Fiqh auf Hadith auf. Weil es wird oft vorgeworfen, dass die Rechtsschulen mit Hadith nichts zu tun haben. Und man wirft auch der Malikiya-Rechtsschule, dass sie mit dem Hadith nichts zu tun haben. Lam yasilhu al-Hadith, lam yusahhih al-Hadith und so weiter und so fort, was man immer so schön hört. Hadith wurde nicht, er hat den Hadith nicht erhalten oder er hat den Hadith nicht gekannt oder etc. etc. Und dass sie nur Fiqh-Gelehrten sind, aber mit dem Hadith nichts zu tun haben. Und dass die sogenannten Athariyun und so weiter doch was mit dem Hadith zu tun haben und dementsprechend auch näher zum Propheten sind. Und der Sheikh sagt, als einfache Antwort darauf, Imam Malik hatte den Titel Amir al-Mu'minin und das ist der höchste Grad, den man bekommen kann in Hadith. Sufyan ibn Uyayna, auch zu dieser Zeit auch. Und das waren Leute, die gezählt sind, die überhaupt diesen Titel haben und von denen zählt Imam Malik rahimahullah. Also kann man dieser Rechtsschule und diesen Mann, diesen Imam, nicht zuschreiben, dass er mit der Bid'a was zu tun hat oder dass er weit von der Sunna ist oder sich nicht mit den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auskennt oder dass er einer Schule ist, die wirklich nur auf Hauer, auf eigene Lust und Neigungen aufbaute, sondern er ist ein Emir, Emir al-Mu'minin. In Hadith ist der höchste Grad, den man in Hadith überhaupt bekommen kann. Und die andere Sache ist, es gab über die Jahrhunderte hinweg niemanden Mu'tazila, jemand, der diese Rechtsschule als Fiqh-Schule angenommen hat. Und über die Jahrhunderte hinweg bis zu unserer heutigen Zeit gab es niemanden von denen, die das angenommen haben. Und auch niemand der heutigen, ich versuche den passenden Ausdruck zu finden, sage ich mal, Verleugner der Rechtsschulen oder jene, die die Rechtsschulen nicht ihren wahren Wert geben. Also von denen, die die Malikiya-Rechtsschule wirklich folgen. Vielleicht respektieren und mögen, sie sind da und schön und toll, aber sie nehmen diese Rechtsschule nicht. Und deshalb niemanden, der abschweift von der Wahrheit, hat sich jemals dieser Schule zugeschrieben. Und das ist auch nochmal eine Ehre und eine Sache, die dieser Schule nochmal eine Bedeutung gibt. Also weder eine Sekte der damaligen Zeit noch eine Sekte der heutigen Zeit konnte wow. sich diesen, ja, Firas sagt, die Madhablosen, ja, die Leute, die Madhablos sind, die den Madhab gar nicht verwenden. Ja. طيب شيخنا بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. السؤال الذي يطرح الآن حتى ننتهي من الحقبة التاريخية للمذهب هي باختصار أنه يقال أن المذهب تقسم أو انتشر إلى 5 مدارس في العالم. المدرسة المصرية والمدرسة العراقية والمدرسة الأصلية هي المدينة والمدرسة المغربية والأفريقية والمدرسة الأندلسية. الذين نشروا المذهب هم علماء المذهب أم من هؤلاء الذين نشروا المذهب هذا؟ وكيف وصل أو السؤال الأدق كيف وصل المذهب هذا إلينا؟ المذهب المالكي يقال إن نسبة 40% من المسلمين اليوم يعتنقون المذهب المالكي هو مثلا في شمال افريقيا المغرب العربي كلها السودان صعيد مصر اريتريا مثلا نيجيريا الامارات الكويت الى اخره السعوديه بالاجزاء الشرقيه منها وكذلك غامبيا والنيجر الى اخره هو وصل بطرق هو موجود عندنا في المذهب في موريتانيا بالسند المتصل الى الامام مالك
مثلا يمر بعده المدرسه المواليه ثم الطبقه المواليه ثم الطبقه المواليه، ونقلته الينا هم عدول يعني بدرجه الاجتهاد في المذهب والاجتهاد ايضا المطلق، لكنهم منهم من هو مجتهد مطلق ومنهم من هو مجتهد مذهب، وبالتالي سلسلته المتصله الينا نحن في المغرب العربي وفي شمال افريقيا وفي السنغال وفي غامبيا يعني الدول المجاوره هي سلسله معروفه، فلان درس عن فلان عن فلان عن فلان الى الامام مالك، وكذلك في المدرسه الاندلسيه وكذلك المدرسه العراقيه. قد تختلف هذه المدارس اختلافا في بعض الجزئيات، لكن كلها تعود الى منبع واحد وهو الامام مالك رضي الله عنه، نامنا الامام مالك رضي الله عنه. فقط من باب الطرفة رأيت بعض الناس يكتب مبتدعين هنا في التعليق، وهناك حديث صحيح من كثر سواد قوم فهو منهم، فالذي لا يحب أن يجلس مع المبتدعين مثلي ومثلك الشيخ أبو هاشم على أن يغادر لا يوجد. لا شيخنا هم لا يقصدون الأستاذ أبو حجر، هم يقصدون اللا مذهبية يعني بشكل عام. لا هم يقصدون أنا، هم يقصدوني أنا وهو. لا لا نحن ما أتبنا لكن نتشرف بهذا لأننا عندنا ما أقنعنا ونراه صحيحا وندافع عنه، لكن حتى لا نخرج بعيدا عن الموضوع. Ich habe den Sheikh gefragt, wie, also zusammengefasst, wie ist der Madhab zu uns gekommen? Also wie hat das von Imam Malik über die Jahrhunderte zu uns geschafft? Und ich habe angedeutet oder gesagt, dass der Madhab sich geteilt, also nicht geteilt hat, sondern sich in Schulen in verschiedenen Teilen der Welt etabliert hat. Es gibt die Schule von da, wo es herkommt, also die Medina, Al-Hijaz, die Region. Dann die Madrasa al-Misriya, die ägyptische Schule. Dann gibt es die irakische Schule, dann gibt es die marokkanische und die afrikanische Schule und dann gibt es die andalusische Schule. So, diese Verbreitung, und das ist ja ziemlich, das ist ja, man kann sagen, die islamische Welt. Also, das ist ja gigantisch, wie sich das ja verbreitet hat. Und das ja alles über die Schüler des Imam, unmittelbar die großen Schüler des Imam, die dieses Wissen verbreitet haben. Dann habe ich den Sheikh gefragt, wie ist das passiert? Dann hat er geantwortet, und das auch kurz zu fassen, meinte er, dass natürlich durch diese Schuur und dass dieser Madhab in nahezu fast alle, er meinte, 40% der Muslime weltweit, wir haben ca. 1,8 Milliarden Muslime circa, davon sind ca. 40% auf diesem Madhab. Viele afrikanische Länder, viele nordafrikanische Länder, damals die, in Andalus, auch in den Golfstaaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter, sind nah auf diesem Madhab und neben diesem Madhab. Und in Mauritanien, da wo unser Sheikh kommt, herkommt, ist sogar der Madhab mit der Kette, also bis Senet, mit der Kette bis zum Imam selbst. Und diese Kette ist nicht irgendeine Kette, sondern von Kette, die gefüllt ist mit Mujtahidin oder Mujtahid Mutlaq. Und einige, die meisten sind Mujtahid, Mutlaq, also das ist die höchste Form von Ijtihad. Und von ihnen Mujtahid im Madhab, das ist, irgendwann erklären wir das auch, ne, auch eine Mujtahid-Stufe, aber nicht so hoch, aber auch eine hohe Ijtihad-Stufe. Also mit einer sehr hohen Überlieferungskette so gesehen, Überliefererkette von Imam. Und diese Kette wurde wirklich sauber gefolgt und sauber gepflegt, bis sie bis heute und erst recht in Mauretanien, Mauretanien ist sehr stark dafür bekannt, etabliert worden. Und das bis heute eben wird es weitergegeben. Also dieser Madhab hat uns erreicht, wie die Hadith uns erreicht haben, wie uns der Koran erreicht hat und so weiter. Ich übergebe das Wort an den Bruder Mohammed. Ganz kurz zu dem Kommentar vom Sheikh. Der Sheikh hat nur gesagt, falls er hat das oft das Wort Bid'ah gelesen und er dachte, ihr meint ihn oder mich oder uns irgendwie mit Bid'ah. Und dann hat er gesagt, wer findet, dass wir Leute der Bid'ah sind, soll den Stream verlassen. Und er meinte, das ist eher ein Zeichen für unsere Sitzung, wenn jemand das tun sollte, als gegen uns. Wallahu alam.
شيخنا الفاضل جزاكم الله خير ونحسن الله عليكم شيخنا. نعرف أن جميع المذاهب من منبع واحد، لكن ما هي الخصائص التي تميز يعني المذهب المالكي من المذاهب الأخرى إذا إن صح التعبير؟ يعني والله السؤال يعني مجلدات. يعني الإمام مالك من تفضل ممكن خصائص ثلاث أو أربعة أو خمسة. يعني عند الإمام مالك عمل أهل المدينة مثلا يقدم على خبر الآحاد. يعني الأصوليون يقولون إن الدواعي إذا انبعثت على النقل على نقل الأمر فجاء من طريق واحد فهو موضوع. يعني يضربون عليه مثالا بسقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة، وجدناه عند شخص واحد، والمفروض أن الجمعة يحضر لها الكثير، يعني هذا مطعن فيه. إذا رأينا حديثا ورأينا أهل المدينة وهم أشد اتباعا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم يخالفون هذا الحديث، فالإمام مالك يعتبر عمل المدينة، لأن عمل المدينة يعني فيه تواتر في حديث. هؤلاء أشد حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر محبة له، والمنبع منهم قريب. فبالتالي هنا الإمام مالك على الحديث الذي رواه شخص واحد يقدم عمل المدينة. مثلا الأخذ بالمصلحة المرسلة عند الإمام مالك، مثلا ضرب الخصم إذا لد امتنع. فهنا يعني بعض الأمور، لكن هذه مجالها واسع، تكلم عليها الأصوليون في يتحدثون. ربما إذا كان فيه مرة موضوع عن الأصول نتكلم فيه بإذن الله استيعاب. يعني خصائص المذهب المالكي ومميزات المذهب المالكي هذه تحتاج إلى حلقات حتى نعرف الذي سنتحدث عنه. الإمام مالك يعني لا شك أنه قلنا أنه أمير المؤمنين في الحديث، فلن يعدل عن 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 حديث إلى رأي إلا بمرجح لا مرجح. ويقال إن الإمام مالك إذا قال بلغني فهو يعتقد عدالة الشخص الذي رواه عنه، ولكن لا يريد أن يسميه باسمه لأنه فيه من تكلم فيه، لكن هو يتيقن عدالته. بالتالي هنا هذه بلاغات الإمام مالك كلها عن عدول، لكن هو يتحفظ ذكر الاسم لا يسبب أن يتجرأ عليهم أحد. فلو كان في زمننا هذا الله هذا سيفعل ناس صباحة جريئة على الناس. Sag noch einen Sheikh. Also meine Frage war, ob der Sheikh uns einige ja besondere Merkmale der melkitischen Schule nennen könnte. Und er meinte natürlich, um diese Frage zu klären, also die Merkmale der melkitischen Schule, bräuchten wir Sitzungen über Sitzungen und Bände über Bände. Und er hat natürlich trotzdem einige wichtige Dinge erwähnt. Das bekannteste ist die Praxis der Gelehrten von Medina, also Amal Ahl Medina. Damit ist gemeint, dass Imam Malik diese Praxis einem Hadith vorgezogen hat, wenn dieser Hadith nur über eine oder wenige Ketten überliefert worden ist. Weil, wir müssen verstehen, die Praxis der Leute von Medina bedeutet, dass dass die ersten Generationen vom Propheten, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die ersten Generationen bis zu Imam Malik, eine bestimmte Sache auf eine bestimmte Art und Weise praktiziert haben. Und das erreicht dann die Stufe von Mutawatir. Also es gibt keinen Zweifel daran, dass das aus der Zeit des Propheten stammen muss. Das heißt, Imam Malik hat diese Praxis einem Hadith, der über ein oder wenig Wege überliefert wurde, vorgezogen, weil er natürlich dann stärker ist, weil das dann auf eine viel stärkere Art und Weise überliefert ist. Eine andere Charakteristikum der melkitischen Schule ist sogenannte Maslah al-Mursala, wie man sagt in der Terminologie. Das bedeutet, dass das Einsetzen eines Nutzens, also Maslaha ist, wenn es einen bestimmten Nutzen gibt, und die Scharia akzeptiert diesen Nutzen. Das heißt, es kann manchmal sein, dass beispielsweise der äußere Wortlaut eines Verses oder eines Hadithes oder
einer Aussage, einer anderen Aussage und eines anderen Beleges auf etwas hindeutet, doch die Maslaha zieht dann die nicht direkt offenkundige Bedeutung einer Sache hervor und macht sie stärker, weil es eben einen Nutzen gibt. Und dafür gibt es viele Beispiele auch bei Imam Malik, in seinem Fatawa, im Muwatta, etc. Wenn ich was vergessen habe, Abu Hajar, vielleicht... Ich darf kurz hinzufügen, Barakallahu Fik, zu Amal Ahl al-Madina, das Zitat Ahl al-Madina von Imam Malik, das ist ein Punkt, der oft kritisiert wird bei den Malikier und es richtet gegen den Imam von Unwissenden. Und zwar dazu, dass Imam Malik den Hadith nicht respektiert und so weiter und so fort. Nein, Imam Malik, damit die Leute verstehen, einfach nur als Beispiel, er hat ein schönes Beispiel gebracht, deshalb verwende ich das. Der Sheikh sagt, wenn ein Imam, ihr müsst es vorstellen, einer Moschee, sagen wir mal, vor 5 Jahren oder so, war eine volle Moschee, so eine Moschee von 500 Menschen. Und ein Imam stand auf dem Rednerpult, auf dem Mimbar. Und dieser Imam ist irgendwie ohnmächtig umgefallen. Und 500 Menschen haben das gesehen, aber ein einziger Mensch hat dies überliefert. Versteht ihr? Und dann sagt dieser eine in einer vollen Moschee von 500 Betenden, ist diese Sache passiert. Und dann kommen wir 5 Jahre oder 10 Jahre später und bekommen diese Erzählung. Dann hat Imam Malik gesagt, das kann nicht sein, in einer vollen Moschee, wo 500 Menschen sind, dass eine einzige Person uns etwas erzählt. So. Für ihn ist die Masse ausschlaggebend. Wenn von 500, 150, 200 erzählen, dann ist es etwas, was man nicht verleugnen kann. Es ist etwas, was in einer... Und genau dasselbe können wir uns vorstellen in Medina, die Stadt des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die den Propheten gesehen haben, die mit den Sahaba gelebt haben, die Tabi'in erlebt haben, die ihre Kinder und ihre Nachkommen erlebt haben, die das alles gesehen haben. Ihre Taten, das, was Ahl al-Madina, also die Bewohner von al-Madina, erst recht die Gelehrten, damit sind auch in erster Linie die Gelehrten gemeint, dass das, was sie beobachtet haben, zu bewerten ist und nicht die Erzählung eines Einzelnen. Und dementsprechend muss man hervorheben, dass er die Erzählung der Masse vorgelegt hat oder er angenommen hat als die Erzählung des Einzelnen. Und man muss hier detaillieren, das hat er in Fiqh sowie auch in der Aqidah gemacht. Das muss man wissen, weil viele Leute werden dann sagen, ja, schön in Fiqh, aber in Aqidah nicht. Nein, auch in der Aqidah. Nein. Und deshalb, man kann sagen, dass er die Taten von Ahl al-Madina als Mutawatir gesehen hat. Man muss aber sagen, dass das nicht nur bei Imam Malik so ist, sondern in den anderen Rechnungen auch. Nur Imam Malik hebt das hervor. Er hat ja dort gelebt. Das wollte ich nochmal, damit die Leute sich vorstellen, warum, was hat das genau auf sich, wieso macht er das? Und das ist nicht, weil er den Hadith nicht respektiert. Das hat damit zu tun. Wir müssen immer hervorheben, er ist Amir al-Mu'minin in Hadith. Er nimmt einen Hadith, Khabar al-Ahad, nicht einfach so weg, weil er keinen Adab, keinen Respekt mit dem Hadith hat, sondern es ist ein Alim, ein Gelehrter. Er weiß, was er tut. Hast du, Abu Hajar, hast du eine Frage parat? Ich würde so ein bisschen auf die aktuelle Zeit gehen. Und zwar, wo lernt man oder wie lernt man diesen Mazhab überhaupt heutzutage? Und wie gut ist dieser Mazhab überhaupt geschrieben, niedergeschrieben und gesammelt? Wie gut ist er überhaupt da? Herr Sheikh, السؤال الذي يطرح الآن هو هذا المذهب فيه كتب كثيرة جدا كتبت في الأصول وفي الفقه وفي الآن هذا المذهب كيف دون؟ هل تدوين المذهب جيد أم هناك بعض الكتب التي لم تصلنا أم المذهب ليس مكتملا كيف اعتني بهذا المذهب هذا السؤال والسؤال الذي بعده مباشرة كيف نتعلم هذا المذهب يجب كانت بداية تدوين المذهب المالكي أو أهم الكتب التي ألفت فيه هي مدونة مدونة سحنون تعرفون قصتها أسد بن برات أخذها يعني إلى آخره ثم بعد ذلك بدأت المدونة تشهد إقبالا يعني تشكل مادة لبناء موسوعة علمية فقهية حقيقية مالكية يعني شروحها واختصاراتها ثم بعد ذلك تطور يعني جاء ابن عرفة وجاء خليل بن إسحاق مختصر خليل بن إسحاق اختصر خليل بن إسحاق شرح ما يزيد على 100 شرح
يعني تقريبا في موريتانيا لوحدها يعني كانت شروحه كثيره جدا. وثم رساله ابن ابي زيد القيرواني المذهب المالكي لا اعتقد ان نسبه تقنينه ونسبه يعني تنقيحه وتحقيقه انها توجد في مذهب من المذاهب الاخرى حسب علمي وحسب اطلاعي. يعني كانت هناك مدارس تنقح وتهذب وتناقش وتؤصل وتقاعد حتى، ولذلك يعني يكاد يكون كله مدروس، يعني لا تجد جزئية إلا وتجد عليها كلاما يشبع نهمك الفقهية. وهذا من 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 عهد الإمام مالك إلى اليوم، يعني ما لقيه المذهب المالك من الاعتناء. مثلا نحن إذا نظرنا في المذهب الحنبلي مثلا لا نجد الكثير من الكتب، نجد مثلا بعض الكتب قليلة لا تصل مثلا إلى درجة التنقيح الموجود عندنا في الفقه المالكي. الفقه المالكي كانت هناك 5 مدارس تقريبا، هذه المدارس كلها كانت يعني من العلماء الربانيين الحقيقيين الذين يسهرون على تنقيح وتهذيب وتصحيح ومناقشة بعض الآراء الفقهية. وبالتالي كان يعني كل الجزئيات كانت مضبوطة بقواعدها وأصولها، ويمكن تخريج المسألة على مسألة أخرى ببساطة. يعني كل القواعد التي فعلها المالكيون لمذهبهم يعني تكاد تكون يعني شاملة مانعة. نعم، möchtest du das übersetzen؟ Ein Teil, inshallah, dann kannst du auch übernehmen. Lass uns doch gemeinsam, inshallah. Barakallahu fikum, Sheikh, assalamu alaikum. Der Sheikh, also die Frage, die sehr, sehr schöne Frage am Hajar war, quasi wie sehr man sich in der Melkitschen Schule um die Schule gekümmert hat und die Geschichte und die Tradition gekümmert hat und wie man diese Schule lernt. Der Sheikh meinte, dass von der Zeit Imam Maliks bis in unsere heutige Zeit es immer eine Vielzahl an Gelehrten, wirklichen Gelehrten gab, die jede Einzelfrage bearbeitet haben, die Belege niedergeschrieben haben für diese Einzelfragen, aus diesen Fragen Regeln entwickelt haben. Und ich würde sogar, wenn ich darf, sagen, dass das Entwickeln von Regeln, Qawaid, Kulliyat auch, also umfassende Regeln im Fiqh, eines auch der Feinheiten der Melkitschen Schule genau. sind. Genau, es ist keine andere Schule so bekannt damit wie genau. Melki. Ja. Na, auch natürlich, wenn es einen anderen gibt, aber wenn du bei den Melkiten findest, nicht du wirklich, so besonders. Du findest wirklich extrem viele Regeln und was bedeutet dies? Was bedeutet so eine Regel? Wie wird so eine Fiqh-Regel entwickelt? Man muss verstehen, dass man nur eine Regel im Fiqh niederlegen kann, also eine Regel, auf der man dann auch später andere Urteile bauen kann. Also ich habe dann eine Regel und habe einen Sachverhalt und dann komme ich mit der Regel und sage, okay, das Urteil in diesem Sachverhalt ist so. Doch wie entsteht eine solche Regel? Eine solche Regel kann nur entstehen, wenn man, ich will nicht übertreiben, aber hunderte Einzelfragen, hunderte Fiqh-Fragen analysiert hat und gesagt hat, die Regel, die all diese hunderten von Fragen zusammenbringt, ist diese Regel. Das heißt, das ist eine, nennt man auch eine Art von Induktion vielleicht. Das ist eine induktive Methode, die sehr besonders ist in der Melkitschen Schule. Und das heißt, nochmal zusammenzufassen, die Melkitschen Schule ist bis in unsere heutige Zeit auf wirklich genaueste, wissenschaftliche, vertrauenswürdige Art und Weise bis in unsere heutige Zeit überliefert. Und der Sheikh hat ein, zwei der ersten Werke genannt. Wir haben zum Beispiel Al-Mudawwana. Wenn wir von Al-Mudawwana sprechen, das ist so ein Al-Um, eines der Mutterbücher, wenn wir wollen, wo wir die Rechtsurteile Imam Maliks und Großteil der Rechtsurteile Imam Maliks, diese Mudawwana ist ein Ergebnis von der Arbeit von 3 Schülern von Imam Malik, es sind Furat, Sahih und Ibn Qasim. Und das heißt, da ist nicht einfach jemand gekommen und hat irgendwas niedergeschrieben. Nein, das war wirklich eine Auseinandersetzung von mehreren Schülern Imam Maliks, die diese Aussagen gesammelt haben. Und natürlich mit der Zeit kommen andere, viele andere Werke, die
die es nochmal zusammengefasst haben, nochmal Dinge bevorzugt haben, abgewogen haben, die Belege gesucht haben, etc. Das ist eine Riesentradition, das würde wahrscheinlich jetzt auch zu tief hineingehen. Der Sheikh hat eines der wichtigsten Werke erwähnt, was wir heute so studieren, wenn wir die Malikitische Schule studieren, gerade für den Anfänger auch. Auch wenn der Text natürlich, wir sagen Anfänger für, also Anfänger heißt Anfänger von vor 1000 Jahren. So in dem Sinne. Was sagst du? Wir brauchen natürlich eigentlich. Sag nicht mit Krasser Feli. Nein, Risale von Ibn Zayd al-Qayrwani. Also die Risale, das Sendschreiben. Sahih. Kanat tujadu qafilatun tasiru bi sharahiha. Ala faqat bidun takrir. Kanat tujadu Risale von Ibn Zayd al-Qayrwani. تجد قافلة من الإبل قاطرة تحمل شروحها فقط هي ولا يوجد نسخة من شرح واحد. يا سلام. Also wir finden, der Sheikh meint, wir finden Karawanen, die Bücher tragen, nur zur Erläuterung dieses Werks. ما شاء الله. Sheikh, أنا تفهمني, تفهم اللغة الألمانية كأنك تفهمني. سبحان الله. اسمعوا هنا. نعم. الشيخ ما شاء الله. أنا كلام الروح سبحان الله كلام الروح ولا. لا هو لا أنا يفهم بعض الكلمات لأنه يدرس أنا من خلاله ألمان يا شو تقول أسمع بقاطع قليلة لا ملاحظاتكم جاءت في الوقت المناسب دقيقة جدا لا أفهم السياق نعم أفهم السياق أكلا فيكم شيخنا وفهمت شردة فعلها الأخ مهند قبلها في مسألة تكلم فيها بكثير أكثر مما كنت كانت عندي فكرة فقلتها أنت مهند نعم سبحان الله أحسن عليكم شيخنا أكلا فيكم فما أصدقوا نخلص أبو حاجة فهم دي مصدر الشيخ كذلك يا دي مذهب دافع بكانت dass dieser Madhab von seinen Schülern extrem stark gepflegt worden ist. Das bedeutet, da sind nicht einfach Worte von dem Imam gesagt worden und fertig. Es wurde alles gut archiviert und das Interessante ist, daraus Usul, Qawaid, Regeln gemacht worden, auf denen man aufbauen kann. Und ich möchte noch etwas hervorheben, aber da würde ich gerne dem Sheikh das Wort geben, weil, und zwar, durch diese extrem gute Vorarbeit, wie stark Al-Madhab al-Maliki in Fiqh al-Nawazil der Umma geschützt und so viel beigetragen hat. Also Fiqh al-Maliki ist unerlässlich gewesen, erst recht in der Epoche der andalusischen Zeit und auch bis heute. Und bis heute erleben wir Dinge. Du hast in dem Stream mit Firas gesagt, zum Beispiel die Regeln oder die Ahkam, die durch den Usul al-Madhab und Qa'id al-Madhab in Corona geschöpft worden sind. Allein nur, was der Madhab al-Maliki sagt. Also al-Nawazil, dass diese Vorarbeit und wie stark man sich um diesen Madhab gekümmert hat, dass al-Nawazil, ich erkläre gleich, was al-Nawazil sind, so oft von den Malikiten überhaupt gelöst worden sind, dass wir die Lösungen fast immer bei diesem Madhab gefunden haben. Und das ist alles durch diese Vorarbeit gewesen. Ich würde auch direkt den Sheikh dazu was fragen. Sheikh Anna. Al-Sheikh, der sie nachhizu für den Madhab al-Maliki عبر التاريخ وإلى الآن أن المذهب المالكي بسبب اعتناء الطلاب المذهب ومشايخ المذهب وعلماء المذهب بالمذهب والقواعد والفقه والأصول أنهم كانوا مميزين جدا في فقه النوازل لا أقول أنهم صح. فقد ولكن بسبب الاعتناء هذا والتدقيق هذا والتصحيح أنهم كانوا يسعفوا الأمة دائما وكل دائما عون الأمة وهناك مثلة كثيرة في الوقت الأندلس صحيح أندلس صح. وإلى الآن يعني الأخ محمد مطر ذكر هناك بعض المشايخ المذهب المالكي فقد في المذهب وأصول وقاعد المذهب حرروا مسائل ودرسوا مسائل تتعرض إليها معاصرة مثلا كورونا صحيح ووجدوا ما شاء الله هذا كله بسبب اعتناء المذهب فكن فكنت نسألك هل لك بعض الكلمات عن موضوع فقه النوازل واهتمام المذهب بهذا لأنه كثيرا ما يقولوا بأن المذهب عبارة عن كانت حقبة تاريخية وانتهت وهو فقه كان لوقت ونحن الآن العصر الحديث تذكرت مقولة لأحد المشايخ مر عليه أحدهم في موريتانيا هنا مر عليه شخص وقال له أنت تدرس المذهب المالكي والناس وصلوا إلى القمر
قالوا أنت أخسر الناس. قالوا لماذا؟ قالوا لأنك لم تذهب معهم إلى القمر ولم تجلس معنا تتعلم. فرد عليه رد يعني مضحك. قالوا سبحان الله أنت هو أخسر الناس. قالوا لماذا؟ قالوا أنت لم تذهب معهم إلى القمر ولم تجلس معنا تتعلم. يعني أنت مين؟ الفقه المالكي يمكننا أن نطلق عليه أنه نضج. يعني هناك بعض الكتب بعض المذاهب الأخرى لم تنضج، يعني لم تجد المتابعة الكافية في التدقيق والتحرير وبناء القواعد ووضع آلية لشمولية الأحكام، يعني حتى لا يغيب تغيب شاردة وواردة إلا ووضعوا لها قاعدة تدخل تحتها، وهذا وقع في المذهب المالكي. فهو ناضج، وهو المذهب شبه الوحيد الذي نضج بكثرة متابعته. يعني ولذلك النوازل عندهم هي باب، وربما سنتعرض لها بشمل التفصيل في يعني ولكل حادثة يجعلون لا يقيسونها على فرع وعلى ويجدون لها مشابها ويستخرجون لها أحكام. المجامع الفقهية في العالم يعني وما يسمونه فقه الأقليات لولا المذهب المالكي لما وجدوه يعني تقريبا مخرجا للأمة من مطبات ومن يعني أمور ورطات وقعت فيها. يعني هم يجدون الحكم هنا في المذهب المالكي. وبالمناسبة يعني المذهب المالكي أقرب المذاهب إليه هو المذهب الحنفي كما هو معلوم. يعني المذهب المالكي والمذهب المعنوي كادان يتفقان في المعارضة، إلا أن المذهب المالكي توبع وتفرعت مذاهبه ووجد خداما، وببركة إخلاص نية الإمام مالك هو الآن محفوظ. يعني هناك لا شك أنها أثر دعوات ويعني وأدب. يعني الإمام مالك كانت إذا جاءت جارية سألته كان حديث رسول الله كان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم آل بيته، وبالتالي لا شك أن هذا كان له أن علمه كان صدقة جارية، وصدقة جارية تبقى دائما في 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 في, في يعني تدخل في السموها تكون دائما مرتفعة بلغة التقدير. Also ich habe den Sheikh gefragt einfach nur, es gibt Leute, die sagen, Fiqh und auch Fiqh al-Maliki ist eine Sache der Vergangenheit, die brauchen wir nicht. Also wir sind sozusagen die neuen. لكن لا عفوا على المقاطعة، لكن لا تحرمهم من الرجل الذي قال لجماعة أن نحن نذهب إلى القمر. نعم لا تنسى هذا. Ich habe ihn gefragt, so einige Leute behaupten das, sie sagen, wir brauchen die Mazahib so gesehen nicht, und wir brauchen auch diese ganzen Bücher nicht und diese Details und diese Qawaid und diese Usul, wir brauchen das nicht, weil das war eine Zeit und wir sind eine neue Zeit. Dann hat er gesagt, ich ja, diese Frage oder diese Aussage erinnert mich an eine Frage, die einem Sheikh gestellt worden ist, in Mauretanien. Er sagte, ein Mann kam zu ihm und sagt, du sitzt hier und erklär und unterrichtest den Mazhab, Mazhab al-Maliki, und es gibt Menschen, die haben schon den Mond erreicht. Dann hat er zu ihm gesagt, Du bist der größte Verlierer von denen. Du warst nicht mit denen im Mond und lernst auch nicht mit uns Fiqh al-Maliki. Also, diese Leute, die so kritisieren und solche Sachen erzählen, yani, die kennen den Wert und schätzen den Wert dieser Sache nicht. Und yani, diese Leute wissen nicht, über was sie reden. Die yani, haben weder das erreicht, noch das erreicht. Zudem sagte der Sheikh auch noch, dass dadurch, dass dieser Madhab so gut geschützt worden ist und so gepflegt worden ist, und das ist wirklich faszinierend, wer diesen Madhab studiert, weiß, wie gut strukturiert das ist. Und Fiqh al-Nawazil, al-Nazila oder al-Nawazil sind Dinge, die uns passieren, die in der Vergangenheit so nicht da war. Eine, soll ich sagen, Ich möchte nicht Bida sagen, aber Bida in der sprachlichen Sicht meine ich. Bida in der, also eine neue Sache. Einfach Dinge, die neu sind. So. Und dazu finden wir manchmal keinen Hadith, manchmal finden wir auch dazu keine bestimmte auch keine Ayat oder keine Aussage im Fiqh. Das Urteil muss neu geschöpft werden. Und das Interessante ist, dass Madhab al-Maliki so durch diese extrem gute Vorarbeit, dass alles so gut gesammelt worden ist, dann so gut strukturiert worden ist,
und daraus durch die Usul eben Qawaid, Regeln entstanden worden sind und durch die Qawaid Unterthematiken und daraus wir neue Zweige schöpfen können, sie nahezu zu allen neuen Dingen, die, auch wenn es dazu keine Ayah und Hadith gibt, sie ganz schnell herleiten können. Und ganz schnell durch diesen Konstrukt, den sie aufgebaut haben, das ist manchmal so, wie beim Studium, denkst du dir, das ist eine Google-Suchmaschine, die extrem gut strukturiert ist, die so gut verteilt worden ist, dass man zu jeder neuen Sache, egal wie neu und komplex sie ist, sie in einen Ursprung finden und aus diesem Ursprung mit gewissen Werkzeugen neue Urteile schöpfen können. Und das alles belegt, dass die Madhab gut bewahrt worden ist, gut strukturiert worden ist, gut daraus eine Wissenschaft gemacht worden ist. Und dementsprechend in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es nahezu kein Komitee, wissenschaftliches Komitee oder Fatwa-Komitee, welches ohne die Vorarbeit dieses Madhab arbeiten kann. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Und ich kenne auch keinen anderen Madhab, der so strukturiert worden ist. Aber man muss dazu sagen, dass der Madhab der Ahnaf von Abu Hanifa und Madhab der Malikiya nahezu, ich will nicht sagen identisch, aber nahezu identisch ist. Nur der sehr nah beieinander. Aber der Unterschied ist nur, dass Al-Madhab al-Maliki von den Schülern des Madhab und der Imma des Madhab stark gepflegt worden ist, stark gesammelt, strukturiert, daraus eine Wissenschaft geworden ist. Hingegen der Madhab al-Hanafi nicht so stark wie der Madhab al-Maliki. Und deshalb, der Madhab al-Maliki ist unerlässlich. Und heutzutage hat es der Umma wirklich aus vielen Katastrophen rausgeholfen. Nein. شيخنا لو سمحت لي هناك قول للإمام الشافعي يقول رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي وينصب هذا القول إلى الأئمة الأخرى كذلك فالسؤال كيف يفهم هذا القول أنهم إذا صح الحديث صح الحديث فهو مذهبي وهذا الكلام ينسب للإمام مالك أيضا لكن صح على مذهب من؟ يعني نحن الآن نعيش نوعا من التصحيح لم ينتبه إليه ولم ليس هو التصحيح بمعنى التصحيح الحقيقي عند الأئمة يعني نحن الآن يكون واحد كان يعمل على مكتبة فبعد بين عشية وضحاها يصير مجتهد ومحقق و وهناك المزاج يلعب والعاطفة وتصحح أيضا تجد الشخص الواحد يصحح يضعف الشخص في حديث لأنه لا يوافق هواه ويصحح وينسى أنه صح أن هذا الشخص قال فيه في مكان آخر أنه أن حديثه صحيح أنه عدل يعني صح الحديث من صحة الحديث أن يكون تعرف هم يعرفون الغريبة بأنه الذي انفرد به الراوي انفرد الراوي بحديث مثل ما تكلمنا عنه في حديث الآحاد الآحاد هنا الحديث قد يكون راويه صحيح لكن هناك ما هو أصح وهو متابعة روايات أخرى تعضد حديثا آخر أنت تعرف هنا أن مثل الصحابي المشهور عندنا في المملكة لا يجوز العمل به لأنه لم يتابع والصحابي كان يروي حديثا كما تعلم وهو يفتي بغيره سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى إذا ولغ الكرب من أحدكم فليغسله سبع مرات وكان يفتي بثلاث يعني هناك أمور إذا صح الحديث صحيح صح الحديث فهو مذهب الإمام مالك وهو مذهب الشافعي وأضربوا بقولي عرض الحائط إذا خالف حديثا صحيحا لكن إذا كان هذا الحديث هناك بعض الجزئيات في هذه نناقشها إذا كان الحديث راويه عدل لكنه خالف الجماعة جماعة يستحيل تواطؤهم على أمر ما فهذا أصح منه عمل الجماعة الأخرى ولا أعتقد أن أمير المؤمنين في الحديث يعني برتبة الإمام مالك 70 من التابعين يشهدون أنه على الهدى وأنه على الحق والأئمة وسمعنا قولا فيه أنه يضره نباح
متعلمين، وحتى الذين الآن يتكلمون في، بالمناسبة انتهز هذه الفرصة ليقول الذين يتكلمون الآن في الحديث الصحيح هم لا يعرفون أصلا. إذا تقول له من روى هذا الحديث؟ الله أعلم. تكلم لي عن رواته، من قال فيها، وهل هذا يعارض ما هو صحيح؟ لا أعرف. فقط هي مسلمات يرويها وفق الهوى، ليست وفق الصحيح. مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لديهم قائمة فتاوى، يعني الفتاوى رقم 4500 هذه، ولا حتى في صدر الإسلام لم تكن هذه ترقيم الفتاوى، أن لديه 20,000 فتوى والفتوى رقم كذا وعضو في هيئة كذا وهيئة كذا. هذه ألقاب جديدة، أصحابها هم طلاب علم في الحقيقة، هم طلاب علم في الصف الابتدائي. وتحمل ما أقول، يعني هم ليسوا علماء وليسوا محدثين حتى يضعفون حديثا ويصححون آخر. تصحيح الحديث إن لله كما قال سيدنا عبد الله بن عباس، أناس أسكتتهم خشية الله أولئك هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أما التجرع على هذا مالك لعل الحديث لم يصله. طيب لم يصل الإمام مالك وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأدرك هذا الكم من التابعين الذين منهم 70 شيء يشهدون له، ويصلك أنت في القرن 21. أي ضحك على ذقون العقول هذا؟ يعني هذه صحة صح الحديث، تصحيح الحديث الآن وتصحيحه سابقا بينهما بون شاسع ما بين السماء والأرض. أحسن الله إليك شيخنا. Also meine Frage war, oder ich habe meine Frage eingeleitet mit einer Aussage Imam Schafi'is, die auch den anderen Imam zugeschrieben wird, in der es lautet, wenn der Hadith authentisch ist, dann ist das meine Rechtsschule. Also die Geschwister, die diese Aussage anführen, möchten damit sagen, wir folgen nur dem authentischen Hadith, sondern weil der authentische Hadith der Madhab oder die Fiqh-Schule der Imame gewesen sei. Und der Sheikh hat darauf geantwortet, auf diese, ich nenne sie auch, dieser Zweifel, der gesät wird bei den Leuten. Der Sheikh hat sehr schön darauf geantwortet, dass er gesagt hat, die Frage ist erstmal, authentisch bei wem? Authentisch bei wem? Was heißt das? Wir wissen, dass die unterschiedlichen Imamen und Gelehrten unterschiedliche Herangehensweisen an eine Hadith, an eine Überlieferung, an eine Aussage des Propheten, auch an eine Handlung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Aussage, dieser Hadith, bei unterschiedlichen Gelehrten erstmal durch unterschiedliche Siebe gehen musste, um damit dieser geprüft wird. Also beispielsweise, er hat ein Beispiel genannt, die authentische Überlieferung beispielsweise überliefert wird in unterschiedlichen Wortlauten bei Bukhari und Muslim, wo es darum geht, dass wenn der Hund in einem Gefäß Wasser quasi etwas davon trinkt oder seine Zunge in das Wasser gelangt, dann muss dieses Gefäß 7-mal gereinigt werden. Das ist ein Hadith, der ist authentisch. Und der Sheikh meint aber, es ist nicht so einfach, jetzt, wenn das alles wäre, dann müssten jetzt alle danach handeln. Aber beispielsweise, die Hanafiten sagen dann, weil Abu Huraira überliefert diese Überlieferung, diesen Hadith, hat aber nicht 7-mal gewaschen, sondern 3-mal gewaschen. Okay, was? Also, und das ist jetzt zum Beispiel ein viel stärkerer Beleg als nur der Hadith alleine. Warum? Weil hier ein Gefährte, der diesen Hadith überliefert hat, muss ihn doch verstanden haben auch. Das heißt, er hat ihn aber anders praktiziert. Das heißt, der Hadith, der äußere Wortlos Hadiths reicht hier nicht aus, um ihn zu verstehen. Sondern die Praxis eines Gefährten schränkt das zum Beispiel ein. Die Malikiten gehen noch weiter und sagen, dass hier gar keine Unreinheit beim Hund zu finden ist, weil sie am Ende sagen, wir haben eine Ayah und im Koranvers haben wir den Beleg, dass wir das, was ein Hund, den wir abrichten und für uns jagt und fängt, das, was der Hund jagt und für uns fängt, das müssen wir nicht reinigen. Das heißt, wenn der Hund unrein wäre, dann müssten wir das irgendwie reinigen. Es gibt aber keinen Hinweis, das ist natürlich eine andere jetzt Diskussion etc. Aber viele wissen das ja gar nicht, dass nach der Markie die Zunge des Hundes gar nicht unrein ist. Na, genau, das heißt, obwohl wir, genau, sehr schön, das heißt, wir haben eigentlich einen Hadith, wenn wir nur seinen äußeren Wortlaut verstehen würden, dann müssten wir, und der ist authentisch, dann müssten wir alle ohne Zweifel sagen, okay, der Hund ist unrein. Aber die Malkiten gingen so weit, nein, er ist nicht unrein. Also warum? Weil sie Murajihat haben, wie der Sheikh gesagt hat, andere Dinge,
die wahrscheinlicher sind, die stärker sind, die das Ganze vielleicht einschränken oder in ein bestimmtes Licht rücken. Damit du dich das nur vorstellen möchtest, kurz hervorheben, Achi. Also was der Sheikh meint, er sagt hier, die Zunge des Hundes, der Hadith redet über Reinigung und 7-mal, aber die Malikier sagen, die Zunge des Hundes, wenn die seine Kleidung, deine Haut berührt, darfst du trotzdem damit beten. Selbst wenn es dein Gebetsteppich berührt, darfst du damit beten. Und hier sagt er, ist auch Sahih al-Hadith von Madhabi, der Hadith ist Sahih, und irgendwie ist es nicht der Madhab. Und diesen Hadith findest du bei den Malikier und sie akzeptieren ihn. Aber komischerweise tun sie es nicht. Was bedeutet, das Problem ist bei wem? Bei dem, der diese Aussage anders verwendet, als sie zu verwenden ist. Sehr wichtig, der Sheikh hat auch hinzugefügt, wir müssen unterscheiden zwischen jemandem, der heute in der Bibliothek sitzt, schön warm, Bibliothek, und dann in die Bücher schaut, und also wir müssen unterscheiden zwischen jemandem, der heute im 21. Jahrhundert in der Bibliothek sitzt, schön die Bücher geordnet und dann ein Buch nimmt und sich hinsetzt und sagt, das ist Sahih, das ist Da'if, das ist Sahih, das ist Da'if. Entsprechend seiner eigenen Verständnis, was Sahih und Da'if ist. Die Gelehrten aber natürlich in den ersten Generationen schon begonnen haben zu unterscheiden, was ist Sahih, was ist Da'if. Das heißt auch das Argument, ein Hadith hätte Imam Malik nicht erreicht, etc., selbst wenn. Imam Malik hat in einer Umwelt gelebt, also er wird erstens als einer der Hadith-Gelehrten überhaupt akzeptiert und in eine Umwelt gewählt, in Medina, in der Stadt, wo diese Dinge nicht einfach so an ihm vorbeigegangen sein können. Das heißt, dieses Argument, was heute kommt, und sehr wichtig, der Sheikh erwähnt noch, natürlich auch etwas emotional, was vollkommen verständlich ist, weil das müssen wir einfach so nochmal hervorheben. Wenn heute, bei allem Respekt, wenn heute ein Gelehrter kommt und die Fiqh-Schulen kritisiert, dann, wenn wir dann am Ende vergleichen zwischen Imam Malik und einem Mufti von irgendeinem Fatwa-Gremium etc., dann ist die Person immer noch ein Student im Vergleich zu Imam Malik. In der Vorschule, ein Student in der Vorschule. In der Vorschule, also ich möchte das nochmal hervorheben, das hat der Sheikh so nicht gesagt, aber das heißt nicht, dass wir haben darüber gesprochen, das heißt nicht, dass wir nicht zu bestimmten Fragen, bestimmte Urteile auch in der heutigen Zeit oder die notwendig sind, dass wir neu aufkommende Fragen lösen etc. Es geht einfach um ein grundlegendes Verständnis im Umgang mit den Fiqh-Schulen. Und was wir heute erleben, leider, von einigen Geschwistern, und deswegen war das auch die Antwort so energisch und emotional, ist einfach, muss ich sagen, eine Unverschämtheit. Die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ich habe bestimmt was ausgelassen, aber Aja, wenn du noch was hast, Der Sheikh meinte, heutzutage ist es ja etwas, was man nicht mit Imam Malik vergleichen kann. Er sagte, es gibt Menschen, es gibt Diener Allahs, die deren Zungen verknotet sind und in ihrem Mund bleiben und nicht reden, weil sie Angst vor Allah haben. So. Das sind die Menschen, über denen wir sagen, der Hadith hat sie nicht erreicht und bla bla bla. Hingegen die Leute, die das kritisieren, damals, sie haben gezittert und abgelehnt, eine Fatwa zu geben. Heutzutage finden wir die Fatwa von denen, die kritisieren, Fatwa Nummer 10.000, Nummer 10.001, Nummer 10.012, Nummer 10.013. Also die Fatwa mittlerweile sind so viele, dass sie nummeriert werden. Also wir leben in einer Zeit, wo Menschen, die absolut unverschämt sind und sie von ihrer Wissensleistung nicht ansatzweise in irgendeiner Wissenschaft denjenigen, den sie kritisieren, erreichen und überhaupt diese Gottesfurcht gar nicht haben, so wirklich, weil die Fatwa werden ja im Fließband rausgehauen, wirklich mit Nummerierung mittlerweile. Das ist ja schon dreist, wenn man auf meinigen Seiten gibt, das sind ja die ersten 4 Google-Seiten, die man findet, Fatwa Nummer 10.000, Fatwa Nummer 11.000, Fatwa Nummer 12.000, da stellt man sich vor, eine Person hat 12.000 Fatwa gegeben. Das ist schon Irrsinn. Oder ein Gremium, genau. Es sind ja keine einzelne Person in der Regel. Das sagt ja nicht viel aus. Klar hat Imam Malik auch viele Aussagen getätigt, viele Fatwa gegeben. Aber das ist kein Vergleich. Und derjenige, der kritisiert, kann, seine Kritik hält einfach nicht. Die Gelehrten sagen, das ist ein Zusatz von mir, wenn die Miene des Stiftes, des Kritikers nicht gleich ist wie die Miene des Schreibers, dann soll die Miene des Kritikers gebrochen werden. Wenn wir nicht dieselben Minen haben, nicht dieselben Stifte haben, dann schreib nicht über mich und kritisiere mich nicht. Das ist in den Islamwissenschaften so. Dementsprechend ist so eine Kritik oder so eine Aussage überhaupt nicht, darauf kann man nichts aufbauen. Ich würde gerne ein bisschen auf die heutige Zeit eingehen und zwar gucken, wie sieht's denn heutzutage aus?
Gibt es überhaupt noch, wird noch irgendwas mit der Wissenschaft gemacht oder ist die Wissenschaft abgeschlossen? Herr Sheikh, في قبل أن نغادر الموضوع على الموريتانيين علماء الموريتانيين ينكتون على البعض. في واحد سأل سؤال فقال له مالي أحد العلماء المالكيين قال له الإمام مالك يقول في هذه المسألة كذا كذا. فتكلم شخص رفع يده وقال أنا رأيي أن الحكم هو كذا كذا. التفت إليه الشيخ قالوا الإمام مالك رأى هذا وأنت ترى هذا، طيب نعمل انتخابات إن شاء الله ديمقراطية. ربع هذا قال لهم الجماعة عندنا استفتاء حول مسألة رأي الإمام مالك فيها هو أن الحكم فيها كذا كذا، والأستاذ بلغة التهكم نحن نقول الخلطة رأيهم كما أنتم معنا رأي الإمام مالك أم مع رأي الأستاذ هذا، فربعوا أيديهم قال مع مالك كل ما يقولنا. قالوا إذن أنت نسبة انتخابات غير مزورة ونزيهة يعني 100% كانت يردون عليهم بنوع من التنكيت عليهم. تقول لك قال مالك وتقول لي أنا أرى، سبحان الله العظيم. Ich überlasse dir die Übersetzung. Also der Sheikh, bevor Abu Hajar seine Frage stellt, dann werden wir zum nächsten Punkt übergehen. Der Sheikh hat gesagt, dass, also ich sag mal so, die Lehre aus der Geschichte ist, dass wir dass quasi sehr schön auf bestimmte Methoden mit derselben Methode geantwortet werden kann. Es saß jemand beim Sheikh im Unterricht und der Sheikh hat gesagt, eine echte Geschichte, die er selbst erlebt hat. Genau, der Sheikh hat eine Geschichte erlebt, dass er in einer Lehrsitzung beim Sheikh saß und der Sheikh hat gesagt, der Imam Malik oder Imam Maliks Meinung ist diese und jene. Und dann hat sich jemand gemeldet und gesagt, ja Sheikh, aber meine Meinung ist diese und jene. Und dann hat der Sheikh gesagt, okay, das ist Imam Maliks Meinung und das ist deine Meinung. Wir machen mal demokratisch eine demokratische Abstimmung, wie es so üblich ist, in Anführungsstrichen. Und schauen, wessen Meinung wir folgen. Und dann haben sie abgestimmt. Und natürlich waren 100 zu 0. Er hat gefragt in der öffentlichen Er hat gefragt, Imam Malik sagt das und dieser Mann sagt das. Für wen seid ihr? Alle waren für Imam Malik. طيب كنت تريد أن تطرح سؤال؟ أنا كنت أود أن حتى نصل إلى ختام الجلسة هي بخصوص هل هو سؤال بين قبل الأخير لأنه مهم، هل نستطيع أن نقول أن العمل العلمي في المذهب انتهى؟ نقول أن انتهى الاجتهاد والآن وصلنا إلى كل شيء، لا نحتاج إلى أصول جديدة ولا نحتاج إلى قواعد جديدة، لا نحتاج إلى كل هذا، انتهت؟ أم يوجد الآن علماء يعتنون إلى الآن بالمذهب ويفرعون فيه ويصلون فيه ويشرحون فيه ويدونون ويكتبون، هل هذا موجود أم انتهينا؟ لا بدلا، نحن الآن هو كما قلنا المذهب المالكي بقواعده وضوابطه ويعني أصوله هو مادة خام، وما زال اليوم إلى اليوم هناك علماء ينقحون ويحررون ويخرجون المسائل على أصول مسائل أخرى ويبحثون ويدققون ويراجعون. وأنت تعرف ما قلت سيدنا عمر رضي الله عنه، قلت سيدنا عمر رضي الله عنه يقول تستحدث للناس، كان في مسألة تستحدث للناس قضية بحسب ما ارتكبوا من الفجور، والدين صالح لكل زمان ومكان، هناك مستجدات وهناك معاملات تدعو إليها الضرورة وهناك تغير أحوال ويستجب مراعاتها. هذا ما زال والحمد لله في بلاد المسلمين بالعالم الإسلامي، ونقول في موريتانيا التي يمكن أن نتحدث ما زال من هناك من يخرج المسائل على أصولها ويناقح، ولكل حادثة فتواها ولكل نازلة حكمها ويستخرجونه، طبعا يستندون فيه إلى القواعد وإلى أصول المذهب وإلى أقوال أئمة العلم للمذهب، لكن نخرج هنا المسألة على أخرى وبين القاعدتين يضعون قاعدة يخرجون جزء من الحكم على القاعدة الفلانية والجزء الآخر على القاعدة، وهذا موجود الحمد لله في بلاد موريتانيا التي أعرفها بكثرة، ويوجد أيضا في المغرب المملكة المغربية فيها ما زال فيها علماء،
وفي السنغال أيضا يوجد علماء يعني ما زال الحمد لله في الأمة خير، وما زال في المذهب المالكي بقية الرجال نقول إنهم على الأقل وصلوا إلى درجة مجتهد المذهب. ما شاء الله. Ich habe ihn, ich habe den Sheikh gefragt, ob gibt es heute überhaupt noch irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten im Madhab, in der Rechtsschule? Oder können wir davon ausgehen und sagen, die Arbeit ist vorbei, die Bücher sind da, die Madhab ist notwendig, wir benötigen das alles nicht? Er meinte, nein, das kann man nicht sagen. Bis heute wird noch gearbeitet, wird noch wissenschaftlich gearbeitet, wird noch erklärt und werden noch Regeln für neue Dinge, also Nawazil, entwickelt, die wir unbedingt brauchen, die aber nicht so aus der heißen Luft oder aus der Luft hergerissen werden, sondern das sind Dinge, die aus einem Boden, den die Gelehrten der Vergangenheit auf, sozusagen, aufgebaut haben. Das ist immer noch alles in diesem Rahmen, alles noch in diesem Usul. Aber sicherlich ist das nicht vorbei. Viele Bücher werden bis heute noch erklärt, viele Bücher werden noch vereinfacht, viele Bücher werden noch, wie soll ich sagen, Tanqih, also werden noch verfeinert. Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck jetzt passt, richtig ist, aber es, die Arbeit besteht immer noch und es gibt bis heute noch Gelehrten in Marokko, in Algerien selbstverständlich, in Mauretanien und erst recht in Mauretanien. Es ist noch ein Land, welches sehr bekannt ist, welches sich noch sehr stark dafür einsetzt und sehr stark noch dafür arbeitet. Und da es den Islam gibt, sagte, wie Umar bin Khattab radiallahu anhu da sagte, zusammengefasst, der Islam ist etwas, ist eine Religion, die für jede Zeit gilt. Dementsprechend benötigen wir auch für jede Zeit den Fiqh. Weil der Fiqh ist ja sozusagen dieser Knochenmark des Islam. Das ist ja dieser, das ist dieser Form des Islam. Dementsprechend werden wir immer den Fiqh brauchen. Und dieser Fiqh, der sich immer weiter und weiter entwickelt, sodass der Islam auch für jede Zeit auch passt. Und dafür benötigen wir Gelehrten. Und es gibt Gelehrten, die zumindest Mujtahid im Madhab erreicht haben. Und das ist nicht allzu klein. Das ist schon eine hohe Stufe. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Stufe. Achim Muhammad. Ja. Ich würde den Sheikh schon direkt über den Gelehrten fragen, ob er uns über ihn was erzählen kann. Ein Beispiel. Natürlich, Tordal, ja. Ich übergebe dir die Frage. Über welchen Gelehrten? Sein Vater, meinst du? Genau, ja. Na, sag noch einen Sheikh al-Fadl, assalamu alaikum. Sheikh, hal mumkin tuhaddithuna an abikum, Sheikh Khalid, hafizallah. ومكانته العلمية و... لا... لا طبعا هو معروف بين العلماء نحن لكن نحن أقل من طلاب فنحتاج إلى هذه التعريفات. طيب ما في الشيخ أولا أعرف المحضرة بين نظرين محضرة كلمة المحضرة إذا أطلقت وهي أيضا أصبحت الآن تكاد تكون تفرغ من محتواها هو محمد الحسن والأحمد الخديم شيخ محضرة التيث. محضرة هذه عبارة عن جامعة إسلامية في شخص واحد يتنقل من بين مادة إلى مادة بدون اضطراب أو تلعثم ولها خصائصها يعني الشخص الذي لا يدرس جميع العلوم الإسلامية هذا لا يسمى شيخ محضرة يعني في الجامعات نجد أستاذ التاريخ أستاذ الجغرافيا أستاذ اللغة لا في المحضرة الشخص يجب عليه أن تكون جميع المواد الإسلامية العلوم الإسلامية أن يكون يعرفها معرفة دقيقة حتى يكون مطلق عليه شيخ محضرة يعني يقول شيخ محضرة يعني هذا جامعة هذا عبارة عن جامعة متنقلة بكل كلياتها متنقلة أينما حل وارتحل جامعة لها منهج غريب وأنها لا تحبس الذكية على الغبي يعني في الجامعات هناك القسم يقوم من 100 شخص لا في المحضرة لكل شخص درسه الخاص به تبدأ من قبل صلاة الفجر وإلى ما بعد صلاة العشاء الشخص يتنقل من المادة الحديث إلى الفقه إلى النحو إلى العروض إلى القوافي إلى وصول إلى القواعد بدون أن يضطرب إلقاؤه نتيجة اختلاف الفنون هذا يسمى الشيخ محضرة هذه هي المحضرة وإذا قلنا الشيخ محضرة بمعنى أنه لا يسألك عن الفن الذي ستدرس عندما تأتي إليه ولا عن مقدار الدرس منه
النابه مثلا يمكنه أن يقرأ على الشيخ هو لوحده بدون أن يكون معه أشخاص آخرين يشاركونه في الدرس 3 صفحات من أي كتاب شاء أو 4 صفحات يعني الذي يستوعبه ولا يحبس ذكي على غبي. في الجامعات أنت المقرر هو هذا، لو أنت حفظته في اليوم الأول ستبقى نسنس. لا، في المحور الشخص عندما ينهي هذا الفن، عندما ينهي يصبح يعرف هذا المتن أو هذه المادة خلاص ينتقل إلى الأخرى، لا أحد يحبسه معه لمدة فترة حتى الامتحانات والمراجعات إلى آخره، ولا أحد يتدخل له في الفن الذي يريد أن يدرس، ولا يدرس مادتين في آن واحد. يعني أنت تدرس الفقه ستبقى في الفقه، ليس لديك غدا النحو ولا بعد غد الصرف ولا بعد غد التاريخ ولا بعد غد الجغرافيا إلى ما هناك، لا، ستبقى في هذا الكتاب. أنت تريد أن تقرأ مختصر خليل مثلا بالفقه المالكي، ستقرأ مختصر الخليل من أوله إلى أن ينتهي بدون أن تدرس معه مثلا آخر ولو في نفس الفن. يعني وقتك وجهدك كله مركز في هذا الفن وهذا المتن الذي ستدرس. هذه النظام وهذه الطرق التدريسية جعلت أولا مكنت من التركيز على الحفظ، لأنهم يقولون السبق ألف والتكرار سبق حرف، يعني درس مقدار حرف والتكرار ألف، سيبقى عندك 24 ساعة وشهر وإذا ما هناك أنت في هذا المتن، فبالتالي لديك من الوقت ما يكفيك لحفظه. يقولنا فلان بن فلان شيخ محارة، فعلينا أن نتصور أن الفقه والأصول والحديث والتفسير وإلى ما هناك قائمة العلوم الإسلامية كلها هي طوعة يده، ولم يدرس منها متنين ولا فنين في آن واحد. ثم بعد ذلك بعد أن نعرف المحورة تدرج من تعريف المحورة سنتكلم على الشيخ إن شاء الله. لكن الذي يسمع محضرة يعني هي عبارة عن 4 حروف فقط سيظن أنها يعني أمر عادي، لا، ليست بهذه الطريقة. ترجم تعريف المحورة ونصلي للشيخ إن شاء الله إذا كان في وقت أو نواصل حتى نعم. ما رأيك؟ تفضل تفضل لو بس unser محضرة كان. Okay. Also der Sheikh, ich habe den Sheikh gefragt, ob er uns nicht über den großen Gelehrten, einer der zeitgenössischen Großgelehrten dieser Rechtsschule sprechen kann. Er sagte, bevor ich das mache, müssen wir verstehen, was bedeutet Sheikh al-Mahdara, und dafür müssen wir al-Mahdara verstehen. Dann denkt man, al-Mahdara ist ein kleines Wort. Nein, al-Mahdara ist zwar ein kleines Wort, aber hat eine große Tiefe. Al-Mahdara ist zusammengefasst kurz ein traditionelles Lehrinstitut. Was meint man damit? Das ist eine Universität, die sich auf eine Person, einen Großgelehrten, der aber gewisse Kriterien erfüllen muss, wie zum Beispiel die Kette zum Imam und so weiter und so fort, und auch in Hadith-Ketten besitzen und Koran-Ketten besitzen und so weiter. Also es sind nicht viele, also wirklich Menschen, die sehr wenige Menschen, die sowas noch haben, also die dieses Erbe der Propheten und Erbe der Rechtschule noch tragen. Das sind so eine Art Menschen, die alle Wissenschaften des Islam, und der Islam hat ungefähr 63 Wissenschaften, alle 63 Wissenschaften beherrscht und auch alle 63 Wissenschaften unterrichten kann. Ohne zu stoppen, yani ohne einen Fehler zu machen. Ohne einen Fehler zu machen und auch ohne Bücher zu verwenden. Das ist noch faszinierend. Also das ist noch faszinierender. Also einige Schiuch, also der ältere Bruder von Sheikh Mohammed ist auch mein Sheikh in Sprache und in Fiqh und in Usul. Was ist noch faszinierender ist, wenn er zum Beispiel ein Metten, zum Beispiel, egal welches Buch aufmacht, er sagt einfach, Hatia, Bismillah, fang an zu lesen. Und ich benutze das Buch und er fängt an, von seinem Kopf zu lesen. Ein 400-Seiten-Buch. Er hat das auswendig. Und dann er hört auf, fängt an zu erklären. Nächsten Satz, er liest ihn und er benutzt keinen. Und manchmal liegt der Sheikh sogar an der Seite liegend und liest und erklärt. Und ich brauche das Buch und ich muss mitschreiben. Also das ist wirklich eine Leistung, die man selten sieht. Und das noch faszinierender ist, dass man weiß, dass dieser Mensch eine Kette bis zum Imam hat oder sogar manchmal eine Kette bis zum Propheten hat. Und manchmal, wenn er dir den Hadith vorliest, dass er zum Beispiel der Überlieferer Nummer 30, Nummer 35 oder die Nummer 45 ist. Das ist noch faszinierender, dass er dir den Hadith erzählt und er selber besitzt eine Kette bis zum Propheten. Oder wenn er von Imam Malik etwas zitiert, dass er direkt zu Imam Malik redet, von Imam Malik überliefert. Das ist noch faszinierender. Und das ist das klassische islamische
Studium, was wir haben. Und die Mahdara ist eine Universität, welches sich um diesen Gelehrten dreht. Und dieser Gelehrte unterrichtet jeden Schüler einzeln. Und es wird wirklich niemand ausgelassen. Das bedeutet, jeder Student, wie seine Leistung auch ist, er sagte, der Intelligente von dem weniger Intelligenten, der schnell lernen kann und, nicht so schnell lernen kann, keiner wird zurückgelassen. Wenn du viel Zeit brauchst, gibt man dir diese Zeit, und wenn du wenig Zeit brauchst, bekommst du das. Wenn du viele Seiten am Tag lernen kannst, machst du das. Aber Fakt oder wichtig ist, du lernst ein Buch, ein Ilm, eine Wissenschaft durch, bis du sie beherrschst, mit dem Tempo, was du brauchst, und dann geht man zu dem Nächsten und Nächsten und Nächsten, bis du eine gewisse Stufe erreichst. Und das Interessante ist, dass das alles von einer Person kommt, aber natürlich gibt es in der Mahdara, wer dort war und dort studiert hat, weiß, dass der Sheikh, zum Beispiel, der Tessir hat 400 Schüler. Der Sheikh hat dann irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, jeden einzeln zu unterrichten. Irgendwann sind die qualifizierten Schüler, die einen gewissen Grad bekommen haben, man kann sagen, Grad eines Sheikhs bekommen haben, und nicht der eine oder andere, sondern Sheikh hat eine gewisse Stufe, sie dann den anderen unterrichten können. Das gibt es auch. Aber normalerweise läuft das so oft, dass der Sheikh jeden Einzelnen unterrichtet. Und das ist die Mahdara. Und das ist das klassische Lernen. Das ist das Lernen, was es über 1400 Jahre auch gab, bis es die modernen Universitäten gab, die unser Bruder Mohammed Matar kennt und die wir aus den ganzen islamischen Ländern kennen. Aber bis heute gibt es tatsächlich noch dieses klassische, was man Mahdara kennt. Und noch ein Zusatz von mir. Mahdara gibt es in zwei Arten, diese islamischen Wissenschaften, und die Mahdara, die sich nur auf Koran und auf die Qiraat und so weiter konzentriert. So, das gibt es tatsächlich auch. Aber wir reden hier explizit über die Mahdara, die das islamische Wissen, das richtige islamische, vertiefte, traditionelle Wissen vermittelt, mit einer Kette, die entweder zum Madhab, zum Imam oder direkt zum Propheten. Und das ist sehr faszinierend und sehr, sehr schön. Und ich hoffe, ich konnte das irgendwie zusammenfassen. Das ist erstmal, was ist eine Mahdara? Und dann kommt die Sheikh des Mahdara. Also bedeutet, über den Sheikh, den wir gerade reden oder gerade erzählen möchten. Und ich möchte auch für das Publikum kurz sagen, Sheikh Abu Muhammad ist auch der zweitälteste Sohn. Nein. Also das muss ich auch sagen. Und wenn der Sheikh, inshallah, noch ein langes Leben von uns geht, möge Allah noch ein langes Leben geben, und wird er auch seine eigene Mahdara besitzen. Also das ist, aber nur aus Respekt zu seinem Vater hat er diese Mahdara nicht gegründet. Das muss ich hier auch sagen. Aber inshallah, vielleicht irgendwann in 10, 20 Jahren besitzt er selber eine Mahdara. Sheikh, er hat einen Filter aufgemacht. Nein. Der Sheikh hat einen Filter aufgemacht. Also der Sheikh sagt noch, der Unterricht beginnt von Fajr, also von kurz vor Fajr, bis nach Isha beginnt der Unterricht. Wo ist das? Der Sheikh, bei ihm ist ein Filter aufgegangen. Technik ist ein bisschen schwierig. Alhamdulillah, das ist nur ein Herzfilter. Wir lieben dich auch, Al-Sheikh. Nein. Und jetzt نريد ان نتكلم عن الشيخ الوالد عبد الله الشيخ الوالد نتكلم عنه يعني كان بقي عندنا من الوقت الذي تريده شيخ لا نتكلم عن ماذا يعني عن مجهود سنتكلم عن نقطه واحده وهي مجهودات الشيخ في المذهب المالكي خاصه بالمذهب المالكي يعني مؤلفات طبعا بالتدريس بالاضافه الى التدريس يعني كما قلنا وقت التدريس هو في السابق كان يبدا من صلاه الصبح في المحضره الى ما بعد صلاه العشاء اليوم الشيخ عنده مساعدون وهو يدرس يعني الطلبه الذين وصلوا الى درجات متقدمه يعني الذين وصلوا الى مرحله دقائق المذهب يعني نسميه دقائق المذهب بالاضافه الى هذا التدريس والشيخ عنده جهود تذكر سنذكر منها نرتبها على نقاط يعني لأن الوقت لم يعد كثيرا في اصطلاح المذهب اصطلاح المذهب له مؤلف نظم في اصطلاح مذهب الإمام مالك يعني أنت تعرف أن المالكيون إذا قالوا الكتاب يعني المدونة قاضيان والشيخين إلى آخره في مصطلح يعني هو مفاتيح لفهم العبارات والمصطلحات التي هي خاصة بالمذهب المالكي كذلك
عنده شروح في شرح لنظم التنقيح للقرافي لجده مولود بن أحمد الجواد. نظم التنقيح هذا تنقيح القرافي، تعرفون أنه يعني تنقيح الفصول كتاب معروف وله أهميته ومكانته في المذهب المالكي، فالشيخ عنده شرح عليه وهذا خاص بالأصول المالكية. إذا أردنا أن نتوسع في كتب الشرح الشيخ في الأصول سنجد أنه شرح الفيتو السيوطي الكوكب الساطع، وشرح سلم يعني شرح مرتقى الأصول لابن عاصم الغرناطي، وشرح ورقات إمام الحرمين جوين يعني إلى ما هناك، وشرح جميع المؤلفات الأصول القديمة تقريبا تكاد تكون عنده عليها طرر أو حواشي. وميزة مجهودات الشيخ العلمي أنها منشورة، فبالإضافة إلى أنها محررة ومدققة ولم تكن اشترارا لما قاله العلماء، بل كان يناقش العلماء الذين يحرروا كتبه ويناقشهم بعض المسائل ويأتي فيها بالصواب. كذلك عنده شرح على قواعد المذهب، قواعد المنهج المنتخب وتكميل، تعلمون أن المنهج المنتخب أنه هناك نظم تذييل لميارة، هناك أيضا تذييل للعلامة الشيخ محمد ضابة بن عبيد الموريتاني، وشرح الاثنين وهما مطبوعان، الكتابان مطبوعان. كذلك في الفتوى نجد أنه نظم فتاوى شيخه محمد سالم بن الماء، وهي فتاوى دسمة بالإضافة إلى فتاوى سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، وفتوى يعني كبار العلماء مثل الشيخ محمد ثالب المتالي وإلى ما هناك. هذه موسوعة نوازل فقهية مالكية يعني وفرها في المكتبات الموريتانية، ووفرها في يعني أصبحت مقررة في المحاضر الموريتانية بشكل عام. نصل إلى الفقه نفسه بعد أن وصلنا إلى مصطلحه وأصوله وقواعده، سنصل إلى الفقه. الفقه تناولت مؤلفات الشيخ أخذ منها نسبة 70% كلها في فقه مالكي. نأخذ مرام المبتدئ من شرح كفاءة المبتدئ. كفاءة المبتدئ هذا لمحمد العلامة محمد ولود بن أحمد والي يعقوبي، وهو عبارة عن 3751 بيت شرحه الشيخ شرح سارت به الركبان، يعني لا أحد اليوم إلا وهو تلميذ للشيخ عن طريقه. كذلك هناك بعض المسائل الخاصة يعني الدعائم الخاصة مثل فقه الحج، لديه دليل الناسك لما يخفى من المناسك، وقد تكلم به على الحج والعمرة وآداب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك جامع خليل، تعلمون أن خليل بن إسحاق المالكي لما ألف المختصر بعده ألف كتاب اسمه الجامع، يعني هذا ضبط لمسائل مختلفة. فالشيخ نظم هذا الكتاب الجامع وشرحه. عنده أيضا في الزكاة، زكاة المدير والمحتكر، يعني في زكاة الأوراق والنقود والمدونات والتجارة سماه اللولو المنتزر في زكاة المدير والمحتكر. كذلك هناك أيضا يعني مجموعة أنظام هي عبارة عن مجلدين، يعني من بداية الفقه إلى نهايته تقيد الشوارد، يعني المسائل غير منضبطة والمسائل منضبطة. إذا ما هناك هناك كتاب آخر في أحكام الفروع الممتعة من أحكام صلاة الجمعة، يعني أنتم تعرفون أن موريتانيين في الأصل كانوا بدو وكانوا لا يقرؤون الجمعة، فلما هناك يعني يعني الشيخ الآن الحمد لله مؤلفاته المطبوعة تزيد على 40 كتابا مطبوعا، يعني ومن الكتاب الذي يحمل 4 إلى 5 يعني لتقارب المادة، وكلها مطبوعة ومنها ما ترجم. إلى أعتقد أن حمزة يوسف مرة ترجم بعض من مطهرة القلوب هذه في التصوف. ونقول هنا ملاحظة أن ملحوظة قالها أنه قال كلاما صحيحا أنه يجب على كل بيت أن يكون فيه هذا الكتاب، نستشهد فقط بهذه الجملة، وإلا مؤلفات الشيخ ما شاء الله يعني الأعلام العلماء الموريتاني في موريتانيا يتكلموا عنها بما يكفي، يعني ما قدمته محضرة التيسير للمكتبات الإسلامية وللعالم الإسلامي وطلبة العلوم الشرعية لم تقدم أي جامعة رغم أنها بمجهود فردي أن الشخص مؤلف واحد وأنه وقته يذهب في مقسم تقسيما دقيقا منذ عرفته منذ تقريبا
يزيد على 35 سنة أعرفه بطريقة واحدة بوقت مقسم كذلك للصلاة والنافلة، ويختم القرآن في كل أسبوع بالتهجد، يعني كل جمعة عنده ختم، لما إلى نوافل إلى رواتب إلى الأوراد والأذكار ما شاء الله. وما قدمه هذا الشخص لم تقدمه جامعة في العالم الإسلامي. نكتفي بهالقدر يعني ترجم. بارك الله فيك. أنا حاولت أن أكتب معك شيخنا ولكني توقفت. كنت وأنا أسرع في الكلام. لا لا ما شاء الله، يعني نتحاول إن شاء الله أنا وأخي محمد. ما تسوب بسرعة بزت. ما شاء الله ده شيخ ما شاء الله. Also er meinte auch wieder, als wir die Frage gestellt haben, wer der Sheikh sei, dass wir wieder Sitzungen brauchen, dass es nicht ausreicht. Er ist auf einen Punkt eingegangen, also den Sheikh, der Mahdara, wie viel er an inhaltlicher und schriftlicher Leistung erbracht hat für die muslimische Welt vielleicht überhaupt und für die Studenten des Wissens und für die Gelehrten. Speziell natürlich in der Melikitschen Schule, er hat sehr, sehr viel im Bereich der Hermeneutik und Methodik, Usul al-Fiqh geschrieben, auch im Fiqh natürlich. Und sehr wichtig vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich den meisten werden jetzt die einzelnen Titel nicht viel bringen. Es sind aber namhafte Usul al-Fiqh-Werke dabei, wie zum Beispiel Murtaq al-Usul von Ibn Asim, der andalusische Gelehrte, oder Tanqih al-Fusul von Imam Qarafi, der Al-Mahsul von Imam Razi erläutert hat. Das heißt, der Sheikh hat nochmal diesen Tanqih von Imam Qarafi erläutert. Und auch einen wichtigen Lehrtext, Al-Manhaj al-Muntakhib, also in den Qawa'id Fiqhiyya, in den Fiqh-Regeln. Auf jeden Fall, was aber wichtig ist, vielleicht hier auch zu nennen, dass der Sheikh jemand ist, der also nicht nur in der äußeren Erläuterung bleibt und einfach nur die einzelnen Fragestellungen erläutert, sondern auch auf der Stufe ist, dass er diskutiert, kritisiert. Und das ist das Besondere an dem Sheikh, was einfach auch sein Wissen belegt und seine Tiefe im Wissen belegt. Vielleicht auch eine persönliche Sache zum Sheikh, dass er subhanallah einmal die Woche im Tahajjud-Gebet, also im Gebet in der Nacht, im freiwilligen Gebet in der Nacht, einmal, also jede Woche, den gesamten Koran rezitiert. Im Nachtgebet, subhanallah, möge Allah Ta'ala uns so etwas schenken. Nur ansatzweise. Nur ansatzweise. Vielleicht hast du noch was. Ja, also wie ich kenne diese Familie, mashallah, und ich habe die Vielleicht Ehre. Sagst du noch einmal den Namen des Sheikhs, vielleicht komplett für die Zuschauer auch. هم يريدوا اسم الشيخ الوارد الكامل اسمه محمد الحسن بن أحمد الخديم ما أشهر كتاب له هو كتاب في التصوف في أي فن نعم أشهر في التصوف كان شرح مطهرة القلوب وأشهر كتاب عنده في الأصول هو شرح الكوكب الساطع لجلال الدين السيوطي، لأنك تعلم أن جلال الدين السيوطي نظم جمع الجوامع وتاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع، قال إنه نظمه وأنه جمعه من 100 مصنف في أصول الفقه. والسيوطي يقول وربما عيرت أو أزيد أنه زاد على ما في جمع الجوامع. الشيخ شرح هذا الشرح وهو كان شرحا، كان الكوكب الساطع قبله مغلق، أعتقد شرحه أحد من زيوبي شرحا، لكن شرح الشيخ يعني انتشارا حتى أصبح مقررا بجامعات. زين أنت نذكر. نعم إيش كنتي مشغول؟ نعم شارش كنت. يا شيخنا. دخلت علي مكالمة في الفقه المالكي. مرام المجتدين من شرح كبار المجتدين مجلدين في البيان والمعاني والبديع، يعني الكتاب الآن سيخرج بعد أسبوع، شرح لعقود الجمان للسيوطي. وبالمناسبة هذا الفن لم يكن محررا، يعني جميع الذين لا يوجد لم يحصل على يعني الاعتناء الكافي أو لم يجد من يحرر مسائله، فعقود الجمان ظلت إلى وقت قريب لا يوجد لها إلا شرح أو شرحين. فالشيخ شرحها في مجلد كبير، هو الآن تحت الطبع في مصر، سيصل إلى الأسواق
خلال شهر تقريبا يكون موجود معنا هنا باذن الله. بس ده شيخ وكذلك اداب طالب المتعلم الزرنوجي الشيخ شرحه شرحا نظمه هو شرحه اسمه اداب المتعلم، يعني هذا عليه من الكتب اللي لا ما هناك. في الفقه المالكي له شرح على ابن عاصر الحبل المتين، وهو شرح ايضا حرر فيه مسائله الى ما هناك. يعني فقط حتى اترجم لهم مستر شيرين دي على النامن دي ernannt die meisten Bücher sind so ich versuche mal sozusagen wirklich Creme de la Creme der islamwissenschaftlichen Bücher. Da geht das Herz auf von jedem Islamstudenten. Also namenhafte Bücher, die auch teilweise über Jahrhunderte hinweg nicht erklärt worden sind. Und er teilweise alleine oder mit zwei anderen die Erklärung überhaupt hat. Also du findest über die Jahrhunderte hinweg wenige, die sich überhaupt das getraut haben. Und das ist schon etwas Wunderbares in Usul. Also es gibt nahezu keine Wissenschaft, außer dass der Scheich irgendwo ein gewisses Werk hat über einen Novum oder eine Erklärung und so weiter. Im Madhab und außerhalb des Madhab natürlich. Faszinierend ist auch seine Werke in Tasawuf, also in Erziehung, Läuterung der Seele, gibt es auch einige Werke von ihm und viele kleinere Werke wie Benehmen in der Moschee, Benehmen zu Hause und so, kleinere Werke. Und ich habe die Ehre, Alhamdulillah, diese Bücher alle exklusiv zu besitzen, also die Übersetzungen ins Englische und ins Deutsche, habe ich Alhamdulillah diese Ehre bekommen über unseren Nur Verlag. Und es ist generell für mich eine unheimlich große Ehre, von diesen Menschen gelernt zu haben und lernen zu dürfen. Und das ist, ich weiß nicht, wo... ربما الذين يتكلمون الألمانية سيجدونها عن طريقكم. هذا شيخ زاك حسب التعاون بيننا إن شاء الله. بإذن الله. Er sagt, bald werdet ihr diese Bücher إن شاء الله in Deutsch übersetzt haben über unseren Nur Verlag. Also die habe ich. Ich weiß nicht, warum ich diese Ehre bekommen habe. Alhamdulillah auf jeden Fall. Also diese Bücher hat unser Verlag alle exklusiv und die Übersetzungsrechte haben wir auch alle exklusiv. Also alle wissenschaftlichen Bücher, alle Tazkiya-Bücher und wirklich, das ganze Paket ist für uns exklusiv da und wird es Step by Step, inshallah, alle in Deutsch und in Englisch geben. Und wir sind da auch, inshallah, im vollen Gange dabei. Es ist generell für mich, alhamdulillah, wunderbar, eine sehr schöne Sache, lernen zu dürfen. Und ich wollte das auch teilen, deshalb unterrichtet der Sheikh auch in Deutschland, also über das Internet natürlich, die Schüler von Nur, unsere Nur-Community, unterrichtet er Koran, dass sie Koran auswendig lernen, natürlich mit der Kette und mit der Ijaza. Das ist auch etwas Wunderbares. Also Alhamdulillah, ich finde, wir sollten wirklich zu Dienste dieser Schulen sein, zu Dienste dieser Gelehrten sein, sei es mit Dua, sei es finanziell, sei es mit dem überhaupt Aufrufen und Verbreiten. Und ja, also es ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Und es gibt im Fiqh al-Maliki in der Qualität und in der Intensive ist mir weltweit nichts anderes so bekannt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe noch nicht so etwas Intensives. Du bist bei mir nur, Entschuldigung, gerade stockend. Was war die Frage? Also vielleicht ich habe gesagt, ich habe in dieser intensiven Art, dieser wissenschaftlich intensiven Art, nichts Vergleichbares gefunden, was Fiqh al-Maliki angeht. Weltweit. In Marokko habe ich das nicht so stark gefunden, nicht in Algerien. Es ist da, es ist auch sehr schön da. Aber nicht in dieser klassischen Mauretanien. Genau. Mauretanien gilt natürlich auch für die malikitischen Studenten heute eines der Hauptzentren überhaupt. Also ich denke, du kannst heute in keinem, also ich war natürlich nicht überall, aber ich war in Marokko, habe dort Maliki Fakh studiert, im Sudan. Ich habe Lehrer aus Libyen und Algerien. Aber wenn ich immer meine Kommilitonen aus Mauretanien vergleiche, mich mit ihnen vergleiche oder schaue, was sie machen, keiner studiert so intensiv wie sie. Also das ist einfach eine Realität. Ja. Und das man ist muss auch schon sagen, also die mauretanischen Studenten sind so eine Königsklasse unter den Studenten. Man sagt, also diese Elite-Studenten, muss man wirklich sagen. Ich sehe die Mahdara. Und Alhamdulillah, dass ich überhaupt diese Möglichkeit hatte, in jungen Jahren dort studieren zu dürfen. Aber das Interessant, was für mich am meisten sich erfreut, ist, dass ich von dieser Familie lernen durfte. Al-Khadim ist ja wirklich eine namenhafte Gelehrtenfamilie. Und ich habe es als Pflicht gesehen, das hier nach Deutschland zu bringen. Und das ist wirklich nicht nur, zum Beispiel, Sharh al-Kifaf zum Beispiel, ist nicht nur auf Fiqh al-Maliki. Also muss man sehen, dass der Sheikh
Sheikh Khadim ist natürlich ein Alim mit Kettes über Malik im Madhab ist, aber gleichzeitig seine Schuruh, wenn man sieht, er richtet sich nicht nur nach dem Madhab, er ist auch stark in den anderen Madhab. Und ich sehe das auch, wie er in den anderen Madhab die Belege und Beweise bringt, die Vergleiche bringt, die Lösungen in anderen Madhab bringt. Also es ist nicht, dass die Leute denken, wie wir heute über Madhab reden, dass es nur im Madhab ist, sondern die Madhab arbeiten miteinander. Und oft finden wir die Lösung nicht in diesem Madhab, findet man in diesem Madhab. Und dementsprechend wird man in so einer Art Mahdara, dieses klassische Lehrstudium, nicht nur den Madhab an sich lernen, weil du lernst den Madhab und immer den Vergleich, den Muqaran, also immer die anderen Aussagen und das ist das Schöne, dass du diese Vielfalt bekommst. Und ja, was ich bei dir mag, Bruder, Ustad Abu Hajar, MashaAllah, du hast sehr schön überspielt, wie der Sheikh leider rausgegangen ist und alle sich fragen, wo ist der Sheikh? Und natürlich ist er wahrscheinlich wegen dem Internet oder ähnlich. Ich arbeite gerade daran. Aber das ist sehr gut. Ja. Assalamu alaikum. Zidada. MashaAllah. طيب شيخ انا الان وصلنا الى النهايه ونطلب منك الدعاء لنا شيخنا هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم اسمعكم دعنا سمعتكم نعم شيخ قلت فقط اننا وصلنا الى النهايه نهايه اللقاء ونطلب منك الدعاء لنا للجمهور الجمهور للاستاذ محمد مطر ولي انا الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم كنت لدي مرحوة لكن انتهى الوقت ان شاء الله تفضل بارك الله فيكم قبل الله يرفع قدرنا وقدركم في الدنيا والاخره بها الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل الله جمعنا هذا جمعا معصوما وتورقنا من بعده تورقا مرحوما ان شاء الله بارك الله فيكم عليكم واعانكم على خدمه الاسلام والمسلمين وتقديمي الصحيح المفيد والتقديم الصحيح المفيد لأن تقدم ومستعدة لأن تفعل لكن صارت مشرقة وصرت مغربا شتانا بين مشرقا ومغربي بارك الله فيكم وحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خيرا بارك الله فيك الله قدرك جزاك الله خيرا هل ترى علامة الخروج؟ لا في الأعلى هناك علامة لا أعلم بالعربية علامة إكس يعني كلوز كلوز Ja, also ich muss sagen, also die Leute aus der Nur-Community kennen den Sheikh seit 6 Monaten, sie lernen bei ihm. Er ist unheimlich intelligent, das ist wirklich faszinierend, wie er, obwohl er die Sprache nicht beherrscht, einfach den Verlauf und den Inhalt verstehen kann. Das ist so faszinierend, wir unterhalten uns und er weiß, um was es geht. Er lacht sogar in Momenten, wo man sich denkt, wieso lacht er jetzt, wieso versteht er dich? Ich habe mich erschrocken, ich dachte, versteht er mich jetzt? Oder? Und das ist so typisch, diese mauretanischen Gelehrten, die sind so unheimlich intelligent, du kriegst schon Angst. Diese Firasa und diese Intelligenz und wie schnell er gelernt hat. Also er hat keinen Übersetzer in den Unterrichten. Also er sitzt alles deutsche Studenten, Schüler vor ihm und er unterrichtet sie ohne Probleme. Das ist schon faszinierend. Und wirklich faszinierend ist die Unterhaltung. Du unterhaltest dich und er weiß schon, um was es geht. Und dann geht er drauf ein und er lacht sogar. Das ist so. Weißt du, dann kommt heute jemand, der über online, keine Ahnung, sich ein paar Dinge angeschaut hat und spricht über diese Gelehrten, dass sie keine Ahnung hätten und irgendwo in der Wüste leben würden und Gelehrte von Heid und Nifas und diese komischen Geschichten. Warum ist das an? Also es, ja, hier sieht man diese Intelligenz, also damit ihr wisst, das ist ein Gelehrter, also das ist, er ist bescheiden, aber er ist ein Gelehrter, also er hat nur aus Respekt vor seinem Sheikh Khadim, seinem Vater, nicht die Mahdara erfüllt, er selber beherrscht alle 63 Wissenschaften. Aber, und deshalb, das ist ein praktisches Beispiel, das sind Gelehrten, die den Fiqh, das sind Leute, die Erbe der Propheten tragen. Und die sind wirklich faszinierend, ihre Intelligenz, diese Intelligenz, die Allah auf ihre, und das ist manchmal beängstigend, wirklich, wenn du dich mit jemandem unterhältst, oder er kann dich, du bist sicher, dass er die deutsche Sprache nicht kann, und er lacht. Und es ist noch lustig, was wir gerade gesagt haben. Und noch faszinierender ist, er macht einen Zusatz, er legt noch was drauf. Mann. So, das ist wirklich, und das ist diese Intelligenz, Allah schützt seine Religion in solchen Menschen. Und wenn man das sieht, stellt euch mal einen Abu Hanifa vor, oder einen Imam Malik vor, oder einen Shafi'i vor,
oder Imam Ahmed vor. Also stellt euch mal diese Leute vor. Also ich denke, du hast ja mit vielen Ulama und Gelehrten gesessen und du siehst das. Und deshalb, wenn du solche Aussagen hörst über die Mazahib, denkst du dir, was, das geht nicht. Also Menschen, wo Allah wirklich inzwischen ihrer Brust, in ihrem Herz diese Religion geschützt hat. Ja, wirklich sehr, sehr wunderbar, sehr schön. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, das muss die Welt sehen. Und das, ich denke, es ist besser, wenn die Leute das mit eigenen Augen sehen. Auch zwischen Gelehrten vergleichen und sehen können. Das ist wichtig. Alhamdulillah. Ja, Achim, war wieder mal sehr schön. Barakallahu fiik. Ich bin sehr gefreut, mashallah. Jazakallahu khair. Und dann bis zum nächsten Mal, inshallah. Inshallah. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. Ja, mein Lass. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.